Servus, meine lieben Freunde, und recht herzlich willkommen zu einem weiteren Livestream hier auf dem County Side Server. Freut mich sehr, dass ihr alle eingeschaltet habt. Hallihallo, ich hoffe, euch geht's gut. Ich sehe im Chat Hardy, ich sehe der Mari, Hup, Cruises Wachhund, Umut King, Servus, 1607, ich sehe Kuhs Parts, ich sehe Zucker 717, Kiste Family. Zelda, ich sehe Black Ruffa, ich sehe den Rico, ich sehe PASGMC, ich sehe Coco Rocco Toco Choco, 22 Rocky, ich sehe Juris, der moderiert das, Simon, vielen herzlichen Dank, wir moderieren die Krise auch, hallihallo, ich sehe Jojo Player, Joll, Feuerfrei Freddy und viele, viele, viele mehr, hallihallo, Navy Seal sehe ich auch, hallo, hoffe der Chase, servus, Chase, ich würde so gerne den VIP-Status geben, aber es geht noch nicht. Yo, es freut mich sehr, dass ihr alle eingeschaltet habt an die... LOL. Der haut gleich mal Anfang 100 Euro raus. Obliegt komplett dir, was du damit machst. Hashtag Nixon Squad. Yo, Sparschwein, Streezer. Vielen herzlichen Dank, Streezer. Vielen, vielen, vielen Dank. Aber nochmal, Vibes, Dankeschön für 10 Euro mit Versandkosten. Für Lambi, Dankeschön für 5 Euro mit Versandkosten. Jetzt weiß ich erst, was du mit der Blonden meinst hast. Recht herzlichen Glückwunsch nochmal zur Hochzeit, mein Lieber. Und ja, schade, dass verheiratet ist. Geil. Ja, ey! So, Juri, meine Liebe, vielen herzlichen Dank für 25 Euro Versandkosten ohne Worte für deine Oma. Es ist nicht viel, hör auf, es ist extrem viel, so Juri, vielen herzlichen Dank. Es ist nicht viel, aber gib ihr das bitte von mir mit lieben Grüßen und gute Besserungswünschen. So, Juri, vielen, vielen herzlichen Dank. Es ist sehr, 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 sehr lieb von dir. Wenn es dir recht ist, gehe ich mit meiner Oma Pizza essen um das Geld. Weil sie hat eine Pizzeria ums Eck, das ist ihre Lieblingspizzeria. Ganz kurz noch, weil ich habe das jetzt zum Schluss relativ spontan rausgeballert. Ja, das ist meine Oma gerade vorher passiert. Um 17 Uhr ist die Tatzeit. Ich habe da gerade ein Nickerchen gemacht am Sofa, weil ich die ganze Nacht richtig schlafen habe können. Und wenn dich die Kollegen anrufen und sagen, deiner Oma ist was passiert. Ganz ehrlich, meine Oma ist 90 Jahre alt. Ich habe mir gedacht, es ist was... Das war's. Ihr wisst, was ich meine. Ich will es gar nicht aussprechen. Wie es dann geheißen hat, sie ist ausgeraubt worden und gestürzt dabei. Und dann habe ich sie am Telefon gehabt und sie heult. Mir ist das Herz in die Hose gerutscht. Ich hätte fast selber geweint. Ja, weil das ist sowas Emotionales, wenn einer Oma was passiert. Das ist schier. Das ist richtig, richtig, richtig schier. Bellaria, vielen herzlichen Dank auch an dich für 25 Euro mit Versandkosten. Hey, bin auch wieder da, war in letzter Zeit sehr viel in Wien. Ich habe dich aber nicht gesehen, Bellaria. Vielen herzlichen Dank, liebe Bellaria. Freut mich sehr. Dabei habe ich dich erst vor ein paar Streams gesehen. Vielen herzlichen Dank. Also wie gesagt, es kann leicht sein, dass mein Handy ein paar Mal noch läuten wird. Es hat auch jetzt gerade geläutet, während ich den Stream neu eingestellt habe. Weil das Ganze läuft über mich. Die braucht meine Oma nicht anrufen, die Kollegen rufen mich die ganze Zeit an, wegen den ganzen Sachen. Also, wenn mein Handy läutet, bin ich kurz auf K. Ihr wisst Bescheid warum. Dankeschön für eure Geduld. Vibes! Vielen herzlichen Dank, lieber Vibes, für 10 Euro mit Versandkosten. Hashtag Nixon Squad. Vielen, vielen herzlichen Dank. Kuss, Kuss, Kuss geht raus. Vielen, vielen herzlichen Dank. Großes, großes Dankeschön. Um 1 fahrt Philambi nach Kroatien. Ja, dann schönen Urlaub, schöne Flitterwochen, mein Lieber. So, verlieren wir keine Zeit. Ich möchte ja heute
auch noch zocken. Tag 1 von der Streaming Week. Es geht diese Woche rund. Morgen gibt es von mir Reaction-Videos am Nachmittag. Ich kann euch aber keine Uhrzeit sagen. Ich bin morgen Vormittag den ganzen Tag bei der Oma. Wenn das morgen länger dauert oder am Nachmittag irgendwas, keine Ahnung, dass wir ihren Reisepass neu holen müssen oder so, weil ich muss im Endeffekt, der Reisepass muss neu gemacht werden, die E-Card muss neu gemacht werden, Bankomatkarten müssen wir morgen neu holen und solche Sachen. Da kann es schon mal sein, dass das Ganze sehr lange dauert. Hey, ihr haut sie heute da raus. Bellaria, vielen herzlichen Dank für 10 Euro mit Versandkosten. Naja, ich war nur bei Hartmann zu Hause. Der Hartmann? Welchen Hartmann meinst du denn jetzt? Bellaria, welchen meinst du denn jetzt? Genau. RF John Bly, neuer Donator, vielen herzlichen Dank für 15 Euro mit Versandkosten. Für deine, Herr, bitte, Leute, bitte, 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 nicht für meine Oma donaten, ja, bitte, bitte nicht, das ist extrem unangenehm, ja, bitte, bitte nicht. Das ist sehr, sehr lieb von euch, aber bitte nicht, da kriege ich so ein schlechtes Gewissen. Für deine Oma, wir wissen beide, was es emotional einfach heißt, wenn einem Familienmitglied was passiert, Hashtag Rettungsdienst für Omi, das ist unfassbar lieb, ja, das ist unfassbar lieb. Ich kann meiner Oma aber 10-mal erklären, dass ich eine Doni bekommen habe von euch. Sie wird es nicht verstehen. Wie gesagt, meine Oma ist 90 Jahre alt. Sie spricht mich teilweise schon mit einem Namen an, also wie ich nicht heiße. Ja. Heute hat sie mich Michael genannt. Oder sie sagt relativ oft den Namen von meinem Vater zu mir und solche Sachen. Also... Die Kistner-Family mal wieder. Liebe Kistner-Family, vielen herzlichen Dank, ewig schon dabei. Vielen, vielen herzlichen Dank für 50 Euro mit Versandkosten. Hashtag Familie, Hashtag nächstes Wort. Ihr wisst gar nicht, was mir das bedeutet. Das geht mir extrem nahe gerade. Es gibt für mich gerade keinen Grund zu jubeln, dass ich, oh, 100 Euro, wow, toll. Gibt's nicht. Weil ich weiß, weil ich gerade eigentlich nicht so gut drauf bin. Aber ganz ehrlich, das Stream lenkt mich auch ab. Und wenn die Oma sagt, geh heim, dann gehe ich heim. SKR, vielen herzlichen Dank, auch du ewig mit dabei. Dankeschön, herzlich für 2,50 Euro eine Pizzaschnitte. Vielen, vielen herzlichen Dank. Großes, großes Dankeschön, mein Lieber. Danke. Fahren wir heute wieder als Spot aus oder nicht? Also SKR, Kiss the Family. FR, Bellaria, Vibes, Sayuri, Streezer, vielen, vielen herzlichen Dank an euch alle. Großes, großes Dankeschön. So, ich hab jetzt noch gar nicht auf den Chat geschaut, ja. Meine Oma ist 95 Jahre alt, seitdem verwechselt sie meine Schwestern. Ja, das passiert. Das kann wirklich passieren. Ja, ich kenne nicht so gut. Fahren wir wieder als Spot heute oder was anderes? Schreibt mal in den Chat. Ich kann ja relativ schnell jetzt auf den Chat reagieren. Entscheidet mal, Chat. Was soll ich denn anziehen heute für eine Uniform? Ich habe nichts vorbereitet, weil ich nicht daheim war den ganzen Nachmittag. Nächsten Zeitungsartikel. Recht herzlichen Dank für 10 Euro mit Versandkosten. Nächsten Squad. Vielen herzlichen Dank. Danke, danke, danke. Vielen, vielen, vielen Dank. SWAT, LAPD. Gut, ja, machen wir SWAT. Ihr habt es entschieden. Vielen herzlichen Dank. Dann müssen wir... Vielleicht fällt es sich auf, es schaut meine Grafikmod wieder ein bisschen anders aus. Wir haben wieder ein bisschen was herumgebastelt gestern, der liebe Officer Chase und ich. Danke Chase nochmal. Nach jedem Stream setzen wir uns mittlerweile irgendwie gefühlt zusammen und basteln dann nochmal neu was zusammen. Um Sachen... Okay, warte mal, ich muss ja in die Garage, hoppla. So, in den Funk gehe ich auch mal. 001. Hollywood Station und wechselt dann auf LASD. Wo muss ich denn da nochmal runtergehen? Kannst du dich erinnern? Vorgestern habe ich es gezeigt, ich weiß es nicht mehr. Da, glaube ich, gell? Da müssen wir in den Keller runter.
Leute. PASGMC. Ich weiß gerade nicht, wie man dich richtig ausspricht, aber ich danke dir herzlich für 15 Euro Versandkosten. Deiner Oma alles Gute. Hoffen wir, dass es ihr bald besser geht. Hallihallo. Hoffen wir, dass es ihr bald besser geht. Hashtag Tiere. Passt. Das absolut ehrenhaft fürs Tierheim. 15 Euro. Hashtag Nixname. Hashtag Tiere. Vielen herzlichen Dank. PASGMC. Vielen herzlichen Dank. Großes Dankeschön fürs Tierheim. Für die Leute, die es nicht wissen, mit unter dem Hashtag Tiere werden alle Donations zusammengesammelt für ein Tierheim. Beziehungsweise ich habe mittlerweile 4 Tierheime, wo ich hinspende. Wie das? LOL! 4 Tierheime, okay, das erzähle ich euch. Ja. Interessant. Ich finde vor allem diese Hundekiste da hinten gut, da kann man ein paar Gefangene reinsperren. Was ist das? Oh. Chief, darf ich das haben? Ja, das ist deine neue Ausrüstung als SWAT. Oh. Da kannst du sogar hinten die Verbrecher einsperren. Guck, da hinten. Oh, bei mir ist gerade ein bisschen finster, weil bei mir sind die Glühbirnen alle ausgefallen. Was? Ja, es okay. Ist bei mir. Du hast keine Brille auf. Ja, vermutlich deswegen. Ich habe normalerweise immer gerne eine Brille auf, aber ich habe hier ja so eine taktische, coole Combat-Brille. Nein, würde dann auch. Jetzt sehe ich da nichts. Gibt es das auch in LAPD? Nein. Ja, lenken halt. Aktuell nicht. Darf ich damit eine Probefahrt machen ums Haus? Ja. Oh, danke, ja. Chief. Ich bring's sicher zurück. Mhm. Ich schwöre es. Ich bring's sicher zurück. Ja. Da ist ein Wasserwerfer oben drauf, Chief. Du kannst da mitfahren. Ja, genau. Ja. Georg, ich lese dich vor. Für was? Und für warum? Was? Für was haben wir denn dieses Auto hier? Na, damit du die Bevölkerung beschießen kannst da oben, siehst du doch. Die Bevölkerung? Mit Wasser? Mit Wasser, ja. Die Garage ist ein bisschen eng. Ach Quatsch. Ich bin schon rausgefahren, ich habe da schon Probe gefahren. Okay. Musst du ja alles ein bisschen testen, was ja neu hinzukommt vom Start. Da hat aber der Start richtig... Boah, warte mal, da kann man es ja schon sehen, das Auto, viel besser. Mhm. Okay, da sehe ich, da ist oben Wasserwerfer. Habe ich den gerade bedient oder du? War ich das oder du? Besprühe den Kollegen, das warst du. Oha. Ah, das ist ja mal ein richtig cooles Auto. Für was ist wirklich der Käfig hinten? Ja, für Verbrecher natürlich, ja. Ja, in Amerika geht das. Wow. Ah. Oh nein, das machst du jetzt nicht wirklich, oder? Nein, ich wollte schauen, ob es funktioniert. Es funktioniert. Okay. Jetzt haben sie schon. Okay, warte. Mein Handy läutet gerade. Ich höre dich nicht. Okay. Was? Bist du irre? Du hast vorhin 100 da rausgeballert. Du kannst dann jetzt noch 175 nochmal raushauen mit Versandkosten. Hashtag nächstes Wort, Hashtag Tiere. Graka in der Wishlist. Grafika, ja. Ja, ich habe eine Grafikkarte in der Wishlist, aber die ist eher zum Gag drin, weil die kostet 1400 Euro. Und mir ist gesagt worden, ob ich jetzt eine 3070 drin habe oder eine 3090, ist wurscht. Ja, aber fürs Tierheim finde ich legendär. Streeter, vielen herzlichen Dank. Großes Dankeschön. Navy Seals, danke dich herzlich für 5 Euro. Genauso gerne auf Dankeschön für 5 Euro mit Versandkosten. Liebe Grüße aus den Staaten für Mama Nixon. Für meine Mama? Dankeschön, Navy Seals. Streeter, bist du ihre Hausverfügung? Streeter, fette Herzen in den Chat. Vielen herzlichen Dank, mein Lieber. Großes Dank, ich muss zurück ins RP. Vielen Dank. Entschuldigung, mein Handy hat geläutet. Ja, lass uns mal zur Werkstatt fahren, da können wir nämlich noch ein bisschen was anbauen. Ich mach mal das hinten zu. Ist so. Kann man die Motorhaube auch machen? Nein. Oh, die Klappe, okay. Cool. Zu welcher Werkstatt ist das markiert? Ja, ich hab's markiert, ja. Oh, da habe ich einen Termin.
Du hast einen Termin? Okay. Ja, ja, da kommen noch die Anbauteile noch dran. Da kommen Anbauteile dran? Ja, ja, kannst du noch machen. Da kannst du noch eine Wasserpumpe einbauen. Aber wir haben ja schon eine Wasserpumpe drin, oder? Ja, nee, du kannst nur eine einbauen. Noch eine? Ja, und noch einen Käfig. Noch ein Käfig? Ja, 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 ja. Na, jetzt bin ich aber gespannt, was das Auto alles kann. Ja, das kann viel. Jetzt bin ich aber gespannt. Besser als die herkömmliche Bierkette. Okay, ja, man darf mal gespannt sein, oder? Mhm. Ich bin selber gespannt, weil das habe ich noch nicht gesehen. Georg, ich lese deine Drohne gleich vor. Ich lese sie gleich vor. Bei dem Haus da. Bei Mechaniker meine ich. Was ist das denn, gerade ein Prototyp oder? Nein, das ist. Das kannst du dir dann auch schon kaufen. Ich habe das eigentlich schon genehmigt ab heute. Oh, danke schön. Mhm. Haben wir jetzt zwei Sheriff's Department Beercats eigentlich oder? Ja. Und LAPD, die ist glaube ich noch in der Wartung oder in der Reparatur? Normale Beercat ja, haben wir. Okay, ja. Die ist ja noch in Reparatur. Wir müssen ja, notfalls ja, Sheriff's Department anfordern. Also mit sowas bin ich auch noch nie zur Tür gefahren. Soll ja, ich tunen? Ja, klar, okay. Mach. Okay. Jetzt bin ich. Weißt du, wo das drin ist? Turbo? So direkt nicht, nein. Spoiler? Extras. Spoiler vielleicht Extras, ja, genau, genau. Was habe ich da jetzt gedrückt? Ansonsten probiere ich das. Ja, mach mal du. Ich beobachte dich beim Shop. Sonst wird mir das doch von meinem Konto abgezogen. Das wäre nicht so gut. Lieber Georg, liebe Michelle und lieber Charlie, danke recht für 5 Euro. Nico, du bist und bleibst ein Ehrenmann. Und mein Lieblingscop, mein Vorschlag, wir machen der Omi eine Freude. Hashtag alles Gute, Omi. Nein, 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 nein. Die Blumen und die Schoki, die kaufe ich schon. Die kaufe, bringe ich morgen schon. Wie bitte? Es ist extrem lieb, lieber Georg. Es ist extrem lieb. Da, es ist du? Bitte nochmal. Ah, da vorne! Eine Türramme! Into the Fick. Okay, alles klar. Alles klar. Na, das ist doch mal ein schönes Teil hier. Und die. Was ist denn noch drauf gebaut? Hinten habe ich noch verändert. Okay, warte mal. Ah, das sind die Wasserpumpen, oder? Trittbretter. Das ist aber eigentlich mehr ein Fahrzeug für Demos, oder? Ja, natürlich. Ranger! Auch, ja. Eckstoßstange, warte. Dankeschön für 1 Euro mit Versandkosten. Okay. Dankeschön. Kann man auch mit 15 auf County spielen? Ich glaube schon. Ganz ehrlich, ich glaube schon. Bin mir ziemlich sicher. Ja. Ah, hinten hat sich an den Seiten noch was geändert. Ja. Hinten an den Seiten noch was geändert? Okay, schauen wir. Hier an den Seiten, links und rechts, siehst du die? Nochmal bitte. Sieht das irgendwie, was gerade geändert wird? Ah, da! Ah, da! Da. Stangen für vorne zum ja. vorne montieren. Das sind die Stangen. Okay, okay. Cool. Was haben wir denn noch? Kann ich oben rausschauen aus der Luke? Das geht müssen das? Wir probieren. Probieren wir mal. Ich glaube, ich sitze jetzt drinnen. Jetzt mache ich mal auf. Wieder wird gerade geschossen, oder? Also ja. Hier One David One in der Nähe von 745, also in der Nähe vom Hauptplatz, wurde gerade geschossen. Ja, ich glaube, wir haben das richtige Fahrzeug dafür, ja, Chief. 5 responding, go 3. 24 responding, go 3. Die genaue Einsatzörtlichkeit ist unbekannt. Weißt du, wie ich da rausschauen kann, zufällig? Nee, das weiß ich nicht. Kannst du nicht hochklettern? Ich kann mal die Sitze ein bisschen durchwechseln. Hier kann man da rauswechseln. Servus, lieber Chat. Hallihallo. Kannst du durchwechseln? Nein. Ist nicht. Komm wieder zu. Die Kollegen alle schon am Eintreffen. Ranking 5, ich schau mal zum Waffenladen und prüf den. Ah ja, stimmt, vielleicht aus der Waffenladen. Ja, das ist eine stimmt, gute Idee. Ja. Ja. Also jetzt werden wir hier fertig. Willst du wieder fahren, oder? Ja, können wir zurückfahren, weil dann gehe ich ein. Dann mache ich mich einsatzbereit. Ja. Okay, ja. Oder, und da fahren die Kollegen zu den Schüssen.
H halten. Ach, siehst du, siehst du okay, die Pumpe? Nein, geht nicht. Geht nicht. Ja, ich sehe die Pumpe, ja. Aber ich sehe mich nicht im Auto. Wo sitze ich denn da drin? Ah, vorne, hoppla. Warte mal. Bleib mal ganz kurz stehen, bitte. Bleib ganz kurz stehen. Probier mal was. Wenn ich jetzt... Blaues Fahrzeug. Hallo, Leute. Das war ein älteres, rotes Fahrzeug. Kannst du nochmal aufsperren? Ich habe geschossen. Ja. Dann würde ich amerikanisches... Fahrzeug, so. Break. Rotes Fahrzeug ist gerade... Nein, funktioniert nicht. Ich wüsste nicht, wie... Keine Ahnung. Okay, gut. Naja, gut. Dann schauen wir mal. Rotes Fahrzeug wurde gerade gemeldet. Ups. Ja, können die Personen das identifizieren? Ja, dann wechsle ich still auf ein Einsatzfahrzeug. Ja, das besteht aus. Erwartet, dass das oh, nicht das Tor einrammen, schief. Du hast doch immer das Gestell gefahren. Chief! Passt schon. Oh Gott, und der Deckel um. Oh Gott. Jedes Mal mit dem Auto reinfährt und dann ja, Sachschaden von 100.000 Dollar. Warum ich hat das rote Fahrzeug auf das blaue okay. Fahrzeug geschossen. Zugelassen auf Carlos Rodriguez. Gangs, typisch Gangs wieder. Gut. Gut, danke Chief. Ja, danke, klar. Chief. Fahrzeug nun flüssig. So, Richtung wir Westen. Auto auswählen. Was nehmen wir? Was nehmen wir? Anmarks. Wir fahren am roten Parkhaus unmarked, vorbei, unmarked, weiter Richtung Westen. Gleich an der Mall vorbei. Ich hätte gerne irgendwas Anmarktes. Fahrzeug Mall passiert. Anmarkt Ford Explorer. Nehmen wir. Passt. Das klingt doch geil. Genau, yes. Richtung Live oh, Leute. Wow! Flashlight Deluxe. Ich muss was essen, sehe ich gerade. Boah, der Chief, der Dick! Komplett die Tür zerschrammt! Wo fahren wir hin? Ich fahre mal hinterher. Fährt in die Platzhut. Fährt in die Platzhut, verstanden. Okay, gut. Verstanden. Platzhut ist auf. Gut, vollkommen! Oha, da eskaliert es gerade voll. David One responding. King 5 responding. Dual Sirene, let's go. Go. Action in den Chat, jetzt geht los. Nochmal, Dankeschön für die vielen Donis. Vielen herzlichen Dank. Ich lese am Schluss wieder alle vor. Heute mache ich auch wieder mal eine gescheite Verabschiedungsrunde. Boah, mein Lieblingshorn. Haben wir Officer down? Bitte kein Officer down. Negativ. Okay. Bei dem Edge, wir wurden nicht getroffen. Ausrüsten. Oh shit! What the hell? Ich hab gedacht, das ist schon alles in Ordnung. Erstes Geschoss links. Mein Auto! Okay, irgendwo da oben. Auto machen wir mal sicherheitshalber zu. Ich muss jetzt irgendwie an meine Ausrüstung kommen da am Heck. Ich hab mehrere Schüsse abbekommen. Irgendwie muss ich da jetzt zukommen. Wie komme ich da am besten hin? Wo seht ihr den Täter? Ist er runtergefallen vom Balkon. Ist er runtergefallen vom Balkon? Passt. Jetzt ist, glaube ich, meine Chance. Meine Chance, schnell Waffe ausfassen. Schnell. Der Mate schreibt da mal eine Werbung. Oh shit. Schnell Ausrüstung anlegen. Volles Programm. Wie viele Täter sind in das Gebäude gerannt? Gott sei Dank habe ich doch voll Flashbangs geholt. Zwei kommentiert, zwei. Gott sei Dank. Ich rück mal vor. Anfrage von David Wansi noch weitere SWAT-Einheiten im Dienst. Negativ. Da es sich um ein Active-Shooter-Szenario handelt, würde ich sagen, wir gehen rein. Ich stehe unter schwerem Beschuss. Welche Seite schießen die? Ich war da noch nie drin, ich weiß gar nicht, wie es da drin ausschaut. Wir müssen rein. Shit. Wer ist denn der da drüben? Ein Kollege. Tactical Reload. Alles okay? Ja, yep. Ich würde
Bellaria, danke dir! Ich lese es gleich vor nach dieser heftigen Schießerei. What the hell is going on here? Ich muss Information, jetzt ich stehe auf der Westseite parallel zu dem Balkon. Warte, oh, da können wir rein, oder? Boah, ich habe voll die FPS-Drops hier gerade. Der wird mir nicht sicher, dass sie alleine durchgehen wollen. Negativ, nicht allein durchgehen. Warten auf die Kollegen. Warten auf die Kollegen. Eine Person hat durch gerade das Gebäude betreten. Ja, das war ich, David One. Ich bräuchte weitere Einsatzeinheiten bei der Südseite. Warten, hoffentlich kommt der Kollege noch nach. Ja, den vor, unternehmen wir bitte nochmal kurz zurück. Komm ich da überhaupt rein? Schmeiß mit Molotov. Vorsicht, Fahrzeug fängt Feuer. Was machen wir da am besten? Hey, das ist schon. Ich stehe gerade an einem Treppenaufgang. Schwer automatische Waffe. Auszuschalten. Oh shit, das war hoch, das habe ich nicht gewusst. Scheiße. Da kann man auch reingehen. Hier, David One, ich habe Blendgranaten und Tränengas mit. Ich bin jetzt beim Untereingang. Ich komme zu. Ah, da. Wo ist das? Servus. Ich folge dir. Vorsichtig. Wenn du jetzt von hier schaust, kannst du direkt auf die Balkons schauen. Heißt, die können uns von uns auf oben schießen, ja? Okay. Oh, das ist ganz schlecht da. Ganz schlecht. Ja, deswegen. Wir sollten rein. Oder kennst du das? Ja. Dann könntest du von der Seite schießen. Ja, das ist da. Das ist eine Mausefalle. Wenn du jetzt von hier oben schießen wolltest. Ja, wir müssen nochmal hoch. Wir müssen hoch. Das ist ganz schlecht da. Denk doch mal an die Eigensicherung. Ich kenne das Gebäude nicht. Wir müssen jetzt rein. Das ist echt. Das ist die Vorboten sind getroffen. Echte Einsatzkeinigung. Ja, in meinem Westen. Drei Schüsse. Ich wollte einmal das MS. Wir müssen gucken. Ich weiß, dass sie sich bereit halten sollen. Müssen die Kollegen bergen oder ein bisschen retten. So, Chief, was machen wir? Ja, wir haben jetzt gerade einen Kollegen da unten an der Kreuzung, der wurde scheinbar getroffen schon. Wo ist der? Beim Charger liegt der? Ja, da muss er sein. Also, was? Er ist noch ansprechbar. Ich werde probieren, ich probiere mal ihn sicher zu bringen. Ich komme gleich wieder. Ja. Der Täter wurde von mir zweimal getroffen. So, wir müssen den Kollegen in Sicherheit bringen. Was geht vor? Da liegt ja wer tot. Servus, du bist der Angeschossene. Ja. Komm, ich bring dich in Sicherheit. Oh, Moment. Oh. Ich glaube, das geht nicht. Moment. Nicht? Suspect down, Schuss feuert. Komm. Jetzt, ich bringe schnell da rüber. Ich wurde von außerhalb beschossen. Da drüben ist der Rettungsdienst, die werden sich um dich kümmern. Danke dir. Ich komme zu dir. Man kann nicht rennen. Geht's dem verletzten Kollegen? Kollege in Sicherheit beim AMS. Ah, EMS. AMS. Oh Gott, Fehler von mir. Ja. Arbeitsmarktservice. Ist der Suspect von außerhalb down? Das war sehr falsch. Ja, check, er wurde von außerhalb. Grüß euch. Moin. Moin. Wer ist jetzt down von dir? Irgendjemand, der von außerhalb eingegriffen hat. Ja. Okay, gut. Bitte sichern. Macht's mir die Außensicherung? Jawohl. Dann dann gehe ich mit dem LAPD rein. Jawohl. Passt. Ja. One Lincoln 18 von One David One. Ten One, nochmal bitte wiederholen. Ich habe jetzt ausgemacht, dass das Sheriff's Department macht die Außensicherung, das LAPD geht rein. Ja, Ten Four. Komm gleich. Komm mal da rein.
kann man nicht aufmachen. Brauchen wir einen Zugangspunkt. One Lincoln 24, sofort. Mal da rein? Nein. David One, wo sind Sie? Eingang mit dem Blumentopf, wo es brennt. Ja, Tempo. Südlicher Eingang. Ja, Sheriff Department, einmal bitte anvisieren auf das Gebäude. Und ich will jetzt mit McFinn vorrücken. Wir brauchen jetzt eine Türrahme eigentlich. Gut, du gibst es vor. Ja, wir bräuchten aber eine Türrahme, gell? Ich komme da nicht rein. Hast du den Schlüssel zur Stadt? Da stand gerade ein Helikopter. Oh weh, nee, schon nicht. Ich weiß nicht, da reinkommt sonst. Hast du da kommst nicht. Oh Gott, was? Das Helikopter ist schon. Schlussweg auf! Ein Hubschrauber? Was von Deck, der Platz? Ja, der ist weg. Scheiße. Gerade vom Dach geflogen. Sind die jetzt davon geflogen? Jetzt Richtung Süden, parallel zum Venice Beach. Sind die jetzt da? Alter, wie kommt man da rein? Also Sheriff Department, einmal bitte hinterherfahren. Gut, wie kommt man da rein? Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Das ist verschlossen. Ach Gott. Sind zwei Personen reingegangen. Ich vermute, sagen wir, es wird nur noch eine da sein. Und die ist jetzt mit dem Helikopter geflohen. Okay. Ja, dann sollte man das Haus trotzdem. Die andere Person liegt hinten in der Ecke. Wir kommen aber hier nicht rein. Ich weiß nicht wie. Blöde Frage. Wir holen einen Hubschrauber und wir landen am Dach. Das können wir auch probieren. McFinn? Yep. Machst du noch die Absicherung mit Washington? Kann Sam, ich machen, das ist ein spezielles Grafikpack. Dann wir zum DD oder müssen wir hier bleiben? Ich sichere hier den Eingang und ziehe mich aber zurück, dass ich beide Eingänge im Blick habe. Und du holst den Heli. Ja. Passt. Ich ziehe mich zurück zum Fahrzeug. Ich gehe zu Washington. Check. Okay, das klingt mal nach dem Plan. So, wir ziehen uns aber so zurück. Der Helikopter ist gerade Postleitzahl 700 quasi gelandet und auf einmal verschwunden. Da haben wir beide Eingänge relativ gut im Blick. Zur Information, das Fahrzeug vom ersten Suspect down befindet sich in der Garage. Wir müssen das Gebäude schon noch durchsuchen komplett. Am Suspect down. Wir müssen warten, Leute. Wir müssen warten. Oh meine Güte! Was? Hat er irgendwer gerade mitbekommen, wie es dazu gekommen ist? Ich habe nur mitbekommen, irgendwie rotes Auto, blaues Auto, Schüsse. Das waren die Schüsse, die wir gehört haben vorher, wie wir da das Auto getunt haben. Das hat sich dann alles hierher verzogen. Welcher Spieler fährt da vorne mit Fahrrad? Bin ich jetzt der einzige Cop hier? Ah, nein. Ich habe den Heli nicht gehört, muss ich sagen. Ich weiß nicht, welche Heli das ist. Also, Leute, heute Tag 1 von Stream-Marathon. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag diese Woche Stream. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr morgen auch mit dabei seid. Morgen Reaction-Video. Schaut auf meinem Discord vorbei. Da ist ein eigener Reaction-Kanal. Link ist unten in meinem Videokanal. Das ist ein eigener Reaction-Kanal. Haut da ein Reaction-Video rein, was ihr gerne hättet, auf das ich reacte. Ich habe jetzt schon mir ein paar rausgesucht. Bitte schaut drauf, dass es keine Copyright-Music hat, das ist wichtig, und keine Gewalt hat mit Blut etc. Das darf man laut einem Forum, wo ich geschaut habe, erst als Partner. Das bin ich nicht. Bin noch in den Kinderschuhen auf Twitch. Also bitte harmlose Sachen, so Schüsse noch immer beim Gebäude. Schüsse auf, halt auf mich! Hier ist noch immer wer drin. Wo ist denn das? Verdammt nochmal! Wo schießt denn der? Wie komme ich denn da rein? Person nördlich auf dem Dach. Nördlich am Dach, das ist da. Lincoln 24 wieder einsatzbereit. Das Gebäude ist ja eine Katastrophe. Ich sehe da nichts. Aber da kann man nicht raus. Die einzigen Ein- und Ausgänge sind da vorne. Das ist ein Dach. Ja, aber nicht. Ich muss die Ein- und Ausgänge da im Blick haben. Es bringt sich nichts. Es bringt sich sonst wirklich nichts. Sonst laufen die uns vorne raus. Das ist ein Blödsinn. Also wirklich, morgen Reaction-Video. Ich kann noch nicht genau sagen, wann. Gebäude kamen die Schüsse? Ich sag mal 18:30, 19:30. Nördlich von der Platzwurst. Würde mich sehr freuen, wenn ihr noch ein paar Videos reinballert.
Ja, 10-4. Damit ich dann darauf morgen reacten kann. Erstes Reaction-Video von mir. Allererstes. Ich bin schon sehr, sehr neugierig und sehr, sehr gespannt, wie das sein wird. Wenn wir zusammen YouTube-Videos anschauen. Bitte Videos bevorzugt mit Polizei, Feuerwehr und Militärbezug. Aber ohne Gewalt. Keine Bodycam-Videos von amerikanischen Polizisten. Das können wir erst machen, sollte ich mal Twitch-Partner werden. Dann sollte das kein Problem mehr werden. Oder sein, sagen wir so. Dankeschön für eure Unterstützung. Ja, wir warten jetzt noch. Der Hubschrauber sollte gleich kommen, hoffentlich. Und dass wir irgendwie dieses Gebäude reinkommen. Mal schauen. Die sind die gefährlichen da. Das sind die gefährlichen Fenster hier. Blendgranaten habe ich ja alle mit. Muss ich nur auswählen. Flashbang. Hubschrauber ist da. Ist es unsere? Taxi? Da ist der Hubschrauber. Keine Auffälligkeiten. Anfall von David One. Da waren jetzt neue Schüsse. Die waren aber weiter weg von der vollautomatischen Waffe. Wo war das? Bin mir nicht 100% sicher, aber das klang ein bisschen von Richtung Süden. Darf er nicht da sein. Ja, warum können Sie irgendwas entdecken? Ja, Maxim, bitte von YouTube. Negativ, das wäre super. Nichts auf der Schacht von YouTube. Zu sehen. Ja, ich gehe mal aufs Dach, wo der Suspect gerade geschossen hat. Air One von David One. Air One hört. Könnten Sie am Parkplatz Schüsse. Von Ab Atom parken? Ab Atom. Das ist der große Parkplatz davor. Passt. Sollen wir es aufnehmen? Noch zwei Kollegen Lust, mit ins Gebäude zu gehen? Ja, ich bewege mich zu dem. Es sind lauter Einschusslöcher da. Schnell, 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 komm runter, Mann, komm runter, Mann. Die Schüsse kamen östlich von uns. Setzt uns ab oder seilen wir uns ab? Ja, absetzen. Schritt auf mich! Check, let's go! So, schaut mal, ob ihr irgendwas seht. Oh. Setzt uns irgendwo rasch oben ab. Da müssen wir langsam, müssen wir uns durchkämpfen. Vielleicht können wir von innen die Tür dann öffnen. Die Schutzweste hast aber schon ein bisschen Kugeln abbekommen. David, One, ich komme jetzt zu Ihnen. Was trinken? Passt, Touchdown. Danke, One. Schnell, 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 schnell. Deckung suchen, Deckung suchen. Da ist die Tür. Ja, One hat zwei Kollegen auf dem Platzgebäude abgesetzt. Ach, die ist verschlossen. Wo ist da eine Tür? Wo kommen die Schüsse her? Ich geh mal aus, dass die Schüsse irgendwie von Osten kommen. Nein, die sind nicht zum Öffnen. Wie sind die aufs Dach gekommen? Hier David One vom Dach. Das Dach ist nicht betretbar von innen. Ich weiß nicht, wie die aufs Dach gekommen sind. Eine Tür habe ich gesehen. Oder vielleicht eine Leiter zum Klettern. Siehst du irgendwo was? Wie geht das? Oh shit, nicht, dass ich da runterfall. Wie geht das? Ich sehe da nichts. Wie sind die da raufgekommen? Wir müssen da rein. Ja, Informatik von 24. Weder noch eine Leiter, weder noch Treppen, weder noch die Türen sind offen. Kollege, komme ich zu dich hoch? Ja, schon vor. Passt. Okay. Wieso sind sie raufgekommen? Bitte um Abholung. Wie ging das? Wo? Das ist ja unter uns. Die schießen da aufs rote Auto von drinnen. Wir sind im Gebäude, würde ich sagen. Wir sind unter uns wieder. Wir kommen wieder rein.
Vorsicht, aber wir landen. Ja, alle Türen von unten sind aktuell verschlossen, wir bräuchten aber einen Schlüssel dann. Ich setze euch nur durch eine Straße ab. Ja, perfekt. Wie kommen wir da rein? David, wollen Sie da von hinten reingehen oder was ist Ihr Plan? Ja, müsste man Haupteingang vorne reingehen, aber das ist eine richtige Mausefalle, wenn wir da reingehen. Oh ja. Danke, Chief. David, du noch vor, ins Gebäude zu gehen? Hier, David One, es ist nicht möglich, vom Dach aus reinzugehen. Es gibt keine Zugangsmöglichkeit. Wir müssen es über den Haupteingang probieren, aber wir bräuchten einen Schlüssel dafür. Hat die Key Unit zufällig einen Schlüssel? Linken Aid wird einmal einholen. Könnt ihr höchstens die Rampe von der Birkett holen? Die Ramme. Ja, Chief, ist es möglich, dass wir die Tür einrahmen mit der neuen Birkett? Wir können es probieren. Check. Okay, wir holen die neue Birkett. Holy crap. Ah. Was für eine Belagerungssituation gerade. Oh, da ist ein Kollege vorne, Vorsicht! Was macht der da vorne ganz alleine? Was macht der Woody da vorne, Sheriff? Die Frage ist jetzt bekannt, wo sich die Täter genau befinden. Unbekannt, im Haus. Mehr ist unbekannt. Wir müssen warten, jetzt kommt das neue Fahrzeug. Ich bin jetzt extrem gespannt, ob mit dem neuen Fahrzeug die Tür eingerammt werden kann. Das wäre jetzt richtig, richtig geil. Schüsse, zweiter Stock, mittlerer Balkon, Südseite. Ach, ey, da muss man rein. Da müssen wir rein! Oh, den treffe ich nie. Den treffe ich nie so. Das ist... Oh. Da muss ich echt aufpassen. Am Schluss kommt davon ein Scharfschützengewehr. Wäre jetzt der Hit. Dann verstecke ich mich von der anderen Seite. Dann soll er mich da oben absetzen. Mit Scharfschützengewehr rüber. Das wäre auch super. Aber ich habe kein Scharfschützengewehr. So, wir müssen warten, bis jetzt das neue Auto kommt. Nachladen. Wir sind gerade fast direkt ein bisschen unterbesetzt. Weil die anderen Kollegen sind woanders eingeteilt anscheinend. Aber ich hoffe, ich bin gerade der einzige SWAT-Beamte im Dienst. Das ist auch... Das ist haglich. Das ist echt haglich. Schaut gar nicht so aus, als würden da Kriminelle drin wohnen. Ich finde, das schaut eher so aus wie ein typisches italienisches Ferienhotel, wenn da die ganzen Badesachen dran hängen. Vielleicht war es einmal ein Hotel und die haben das einfach okkupiert, also eingenommen. Kann sein, ich weiß es nicht. Weil es auch in jedem Zimmer gibt es eine Klimaanlage. Seht ihr das, die Anbaukästen? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich da schon mal drin war in so einem Gebäude. Also... Ich glaube, da war ich noch nicht drin. Ich weiß nicht, wie das drin ausschaut. Das wird taktisch jetzt der Hammer werden. Ich glaube, das wird ein Gemetzel, wenn die Tür offen ist. Und dann kämpfen wir uns Stockwerk für Stockwerk durch und das von unten nach oben. Taktisch extrem unklug. Aber ja, ist so. Ist so. Wir können ein bisschen mit dem Chat interagieren. Während da mit meinem rechten Auge schaue ich auf den Balkon und mit meinem linken Auge schaue ich auf den Chat. Servus, Stream 133 Pascal. Hallihallo. Ich sehe den Joghurt. Wie heißt der Server? Das ist der CountySide-Server. Wenn du Ausrufezeichen CS für CountySide eingibst, dann hast du alle Infos. Ich bin nicht hier unterwegs mit Birkett. Was sind die besten Server für dich? Schreibt Binder King. Binder King, danke schön für die erste Nachricht als Zuschauer. Ja, ich spiele auf zwei Servern. Das ist Austrix mit Österreich-Setup und das ist CountySide mit Ami-Setup. Und das sind halt meine Hausserver sozusagen. Birkett kommt jetzt. Das sind halt für mich die schönsten. Joma! Erste Nacht, Joma! Du auch da! Servus, Joma! Grüß dich! Und hallo!
Sam Miles, vielleicht gibt es oben eine Tür, die abgeschlossen ist. Nein, da war kein Schlüsselsymbol. Bei den anderen Türen war unten ein Schlüsselsymbol. Ich hoffe, dass man das mit dieser Ramme umgehen kann. Wenn das, also wenn das servertechnisch hinhaut, das würde ich übelst feiern. Panzerkrieger? Hi Nixon, wie geht's dir? Ist meine erste Nachricht. Ich wusste nicht, dass du auf Twitch streamst. War ich immer auf YouTube. Dabei. Ja, du, das Washington ist erst mein dritter Stream hier. Mein dritter Stream hier. Ich stream jetzt morgen, übermorgen, drübermorgen und überdrübermorgen. Das ist eine Einzelörtlichkeit. Bitte gehen Sie weg. Gehen Sie weg. Also die Woche übertreibe ich es mit Streamen Vollgas. Die letzten zwei Wochen im August kann ich, wenn ich auf den Dienstplan schaue, gar nicht streamen. Nathan, Eintreffen Südseite, bitte darum, SWAT einmal zu mir zu kommen. Was war das? Da ist ja, gerade was explodiert. Was ist denn da jetzt gerade explodiert? Ja, David, wann ist an der Südseite? Wo ist er denn? Oder trifft er gerade erst ein? Ah, da muss ich hin. Ich glaube, da vorne hat er sich versteckt, der Kollege. Was ist das? So, was ist denn das für ein Auto? Ich würde vorschlagen, wir gehen mit der Rampe dann hoch. Ja, über den Balkon. Holy crap! Ist das und nice! Und dann noch ein, zwei Kollegen dazu. Ja, ausgezeichnet. Am besten 24, ich weiß nicht, und ich könnte noch hinterherkommen, dann aussteigen. Ja, passt. Desto mehr, desto besser. Wir müssen das Haus richtig fluten. Ja, ja. Ich habe mit dem Fahrzeug noch nie geübt. Wie geht das? Du fährst zu, wir laufen hinten zu und springen drauf, oder? Genau, genau, genau. Ich würde sagen, ihr nehmt Deckung hinten dann. Passt. Dann marschieren wir, du fährst die Schrittgeschwindigkeit und wir fahren hinter dir her. Oder wir laufen hinter dir her. Wie geil ist das bitte? Das habe ich das erste Mal gesehen. Ja, ich komme jetzt mit der Bierkette vorgefahren, am besten hinten. Can you play Red or Not? Of course, Meyer, I will play Red or Not on Wednesday. Laufen wir über den Balkon. Wer ist denn das jetzt? Alter Schwede, jetzt gerade. Joma! Oh Gott! Joma, vielen, vielen Dank, Joma, für 100 Euro. Joma, du hast gesagt, du kommst nicht auf Twitch, dich interessiert das nicht. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Alter Schwede. Joma, danke schön. Danke schön an euch alle. Ich lese die Tonis zum Schluss vor. Ich muss mich gerade mega konzentrieren, weil sonst gibt es Krankenhaus-RP vom Feinsten. Da habe ich mörderisch keinen Bock. Alter Schwede. Ohne den Auto wäre ich schon so tot gerade. Wie soll ich da hochklettern? Ich sehe den Typen nicht. Ah, scheiße doch. Stell dir vor! Deckung. Dieses blöde Mausrad, sag's euch. So, da. Wirf mal da was rein jetzt, da so. Los, 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 go, go, go! Das waren Flashbangs vom SWAT-Team. Wie soll das funktionieren? Bro, wie soll das funktionieren? Jetzt probieren. Wunderbar. Das funktioniert wirklich! Zugriff! Zugriff! Nein, das hält's nicht aus! SWAT, die Hände hoch! Sofort die Hände hoch, SWAT! Die Hände hoch! SWAT, die Hände hoch! SWAT! Täter links, Täter links! Täter links! Ich werfe den Flashbang! Stopp! Ich werfe den Flashbang! Was ist Täter am Boden? Ein Täter am Boden! Zugriff! Go! Polizei, gib's dir hoch! Die Hände hoch, Polizei! Die Hände hoch! One suspect DOA. Den müssen wir raustragen und bergen. Müssen wir retten. Ich trage mal schon raus. Sicher du den Eingang.
Hier David One kommt mit einem angeschossenen Verletzten raus. Was ist denn das? Alter, was ist das für ein Haus? Hast du durchsucht? Noch den Raum erst. Wir müssen da noch weiter. Okay, okay. Bring nur den Verletzten raus. Okay, wen können wir da nicht drüber? Machen wir Verletzten-Sammelstelle hier. So, da musst du warten. Ups, hab ich noch nichts. Okay, passt. Das wird wieder vorgibt, die Anweisung. Yes, verstanden. SWAT! Die Hände hoch! Gang links. Ich gehe links. Okay, Gang links und rechts. Chief, geh ja, rechts, ich gehe links. Ja. Passt. Go. SWAT! LPD. Police, SWAT! Die Hände hoch! Aufgang geht nach oben. Das ist ein Hexenkessel. Ein Hexenkessel, wir dürfen uns nicht trennen. Wir müssen zusammenbleiben, das Haus ist viel zu groß. Ja, lass uns kurz die Ecke noch hier überprüfen. Ja. Ich sichere den Gang, hier geht's rein. Passt, geht's. LBD. Joma, vielen herzlichen Dank. Aber an euch alle, vielen herzlichen Dank. Joma, hast du dich verletzt? Wir müssen jetzt langsam... Das wird jetzt lang dauern, Freunde. Irgendwo ist, glaube ich, noch ein Täter. Ein taktischer Albtraum, Tommy, da hast du absolut recht. Einsatz taktischer Albtraum. Okay, weiter. Gut, ich sichere den Gang. Hier geht's wieder rein. Ja, hier, die ist verschlossen, die Tür. Okay, können wir die... Okay, passt, dann gehen wir weiter. Da vorne ist ein Treppenaufgang. Ich würde sagen, wir sichern zuerst den Keller. Ja. Und dann kämpfen wir uns nach oben durch, weil ich glaube, nach oben ist mehr wie nach unten. Bescheidene Anfrage. Ah, neues Wort da. Sehr gut. Grüß dich. Hinter uns kann nichts mehr sein, oder? Nee, ist das alles hier? Dann würde also, ich würde sagen, ihr geht runter vorwärts und wir gehen rückwärts runter mit. Nein, wichtig ist, dass wir die Position, ist eine Schlüsselposition. Ja. Ihr beide bleibt hier. Alles klar. Und wir gehen in den Keller. Gut. Ihr sichert jetzt nach oben, damit uns keinen Rücken fallen kann. Ja, gebt Funkdurch, wenn sicher ist. Passt. Check, wir kommen, geht's runter. Gut, wir gehen. LAPD SWAT, die Hände hoch! Sicherst du hinten den Treppenaufgang? Jo. Sag, wenn aufgeschlossen. Treppe ist sicher. Check. Tür links. Ich sicher geradeaus. Ich schneide auf. Müllraum. Ich geh rein. SWAT! Tür, Garage. Okay. Da steht ein Kollege. Ah, das ist... Okay, verstanden. Da ist ein Garagenpunkt. Okay, wo gehen wir zuerst rein? Gehen wir zuerst da rein. Ich geh links, du rechts. Jo. SWAT, die Hände hoch! Okay, haben wir gedacht. Gut, clear, clear, passt, wir können nächsten Raum. Jo. Ah, das ist der verschlossene Eingang. Kann man den von innen öffnen? Nein. Gut. Keller sauber, ja. Wir kommen rauf. Dentro. Check. Sehr gut gemacht, Boys. Bist da? Achtung, ich schneide auf. Jo. Es geht nur noch links weiter. Es geht nur noch links weiter. Jo, links passt. Geradeaus durch eine Tür. Passt. Go. SWAT! Langer Gang. Gang links, Gang rechts. Stell dich du zu meiner Rechten. Jo. Du sicherst nur nach rechts in den Gang, ich sichere gerade. Jo. Passt. Geht. Langsam. Passt. Bisschen mehr nach rechts, also ein bisschen mehr vor mir. Dann kannst du rechts sicher, perfekt, passt, super, perfekt, super, genau, wunderbar. Jo. Was siehst du? Rechts sehe ich nur einen weiteren Gang.
der nach rechts und den Kopf ist. Chief, nachziehen, orange Tür sichern. Chief, nachziehen, orange Tür sichern. Sicher. Gut, passt. Ich geh links, du gehst rechts. Jo. SWAT, die Hände hoch! Tür SWAT, links. Die Hände hoch. Rechts, Tür. Meine ist versperrt. Meine ist okay, passt, offen. Passt, gut. Eine Wohnung. Gut, ich würde sagen Flashbang. Jo. Ich mach die Tür auf. Go, go, go! SWAT, die Hände hoch! SWAT! Die Hände hoch! Links sauber. Rechts sauber. Bad sauber. Links Küche sauber. Wohnzimmer. All clear. Wohnzimmer links sauber. Check. Gut, nächster Raum. Wir kommen raus. Okay, passt. Ich glaube, das sind die letzten beiden Türen. Ja. Sichert ihr die hintere Tür? Verschlossen? Offen, offen, Vorsicht. SWAT, kommen Sie raus! Das Haus ist umstellt! Hast du Flashbangs? Nope, ich hab keine. Okay, passt. Schau mal. Hier links. SWAT, die Hände hoch! Abstellraum, lang. Rechts, Werkstatt, sicher. Okay, ich werf in den Raum da mit dem Scheinwerfer, bang. Jo. Ich sicher links die Tür. Go, go, go! LAPD SWAT, nehmen Sie einen hoch. SWAT! Raum sicher. Check. Weitere Tür. Abstellkammer sicher. Ja, ich glaube, alles sauber, oder? Ich, da war noch eine Tür im Gang. Ich weiß nicht, ob die offen war oder nicht. Hier. Kommen raus. Hier war noch eine Tür. Ah, die ist verschlossen, gut. Ja. Was, dann ist alles gesichert. Ich check nochmal, die Tür ist eh wirklich zu. Ja, da war nur einer Täter. Chief, glaub, Haus ist hier, sauber. Oder? Ja, Haus ist sauber. Code 4 bei dem Platz. Wir haben nur den einen Verdächtigen, den müssen wir irgendwie über die richtig. Rampe wieder rausbringen. Ein Schwerverletzter, den würden wir jetzt rausbringen. Verstanden. Leute, was war das jetzt? Sie getroffen, oder wie? Ja, nein, getroffen. Nein, nichts getroffen. Nee, der von dem Platz. Der Platz, also, der liegt unten, den müssen wir noch irgendwie, Balkon, ja. Den müssen wir irgendwie über die Rampe wieder rauskriegen, weil wir haben keinen Schlüssel zu dem Haus. Oder hat nicht irgendeine Einheit einen Schlüssel jetzt geholt mittlerweile? Ich glaube nicht. Okay. So, ich gehe noch mal kurz die Türen durch. Jo. Da. Waren wir da drin? Ich weiß nicht, ich bin erst ab hier dazugekommen. Ja, sichern wir es noch. Sicher, doppelt hält besser. LAPD SWAT, die Hände hoch! Jo, hier ist noch ein Raum, sicher. Okay, passt. Werkstatt. SWAT, die Hände hoch! Das ist ein Gefängnis. Alles sauber, ist verschlossen. Keine Person drinnen. Ja, das wird schwierig werden mit der Rampe, die Rettungsaktion. Wenn man sich vielleicht... Ich habe eine Idee. Chief, ich habe eine Idee. Ich glaube, wir sind da gekommen, oder? Täusche ich mich gerade. Oh, da ist Blut. Ja. Ach du meine Güte. So. Ich habe eine kleine Idee. Ja, hat funktioniert. Ups. So. Und dann nehmen wir da. Oh! Oh no, jetzt ist der Verdächtige runtergefallen. Sam, ich danke dir herzlich für 5 Euro mit Versandkosten und Joma nochmal Dankeschön. So, wir haben. Chief, wir haben ihn. Nee, hier ist nichts dran.
Sam, denn danke für recht herzlich für 5 Euro mit Versandkosten und all die neuen. Und ich sehe gerade, es folgen gerade wieder der Reihe nach Leute. Stegifan, Ali, Alanio, Robi, Reaper, Leon, Panzer, dann Lackner hat jetzt gerade gefolgt. Meier, Joghurt, vielen Dank für dein Follow. Meier 0076 und viele, viele mehr. Danke, der Grillmeister hat auch jetzt gerade gefollowt. Vielen herzlichen Dank für die vielen Follows. Jetzt. Was ist denn überhaupt passiert? Ich habe keine Ahnung. Wir haben vorher noch ein Auto getestet. Okay. Nightbot 8 hat auch gerade dann Ilaro, Jonas. Oh! Vibes! Vielen herzlichen Dank für 25 Euro mit Versandkosten, lieber Vibes! Kannst du aufhören zu donaten? Das ist extrem unangenehm, lieber Vibes. Ich weiß, dass jemand neben dir sitzt, dem du das viel eher geben solltest, lieber Vibes. Hallo! Wow. Servus! Geschenk Servus. Mitgebracht! Kascha-Lieferung für dich. Könnt ihr die wenigstens mal beim nächsten Mal Leben bringen? Ich weiß, wir hatten ein bisschen Probleme mit der Bergung, weil das über so eine blöde Rampe war. Wie lange liegt der dann schon, weißt du? Viertelstunde? Down an der Birkhead. Also die Bluttropfen sind ja gewaltig, sehe ich gerade. Wer hat da jetzt Unterstützung gerufen? Ja, da sehe ich es auch. Ja. Ich muss kurz zurücklaufen. Ernsthaft? Ich unterstütze dich. Nein, oder? War der Panic-Button jetzt negativ oder positiv? Anfrage von David One, was ist mit dem Panic-Button? Ja, scheint positiv zu sein, wenn okay. Der Kollege nicht mehr antwortet. Wo ist denn der Partner-Stick? Mein Auto. Habe ich nicht gemacht. Ja, nicht mehr Funkkreis, vermutlich. Oh, Gott sei Dank war das ein Leck! Gott sei Dank war das ein Leck! Ich sag's euch! Gott sei Dank war das gerade ein Leck! Wo ist mein Auto jetzt wieder zu? Ja, Schütze wieder drauf. Mein Kollege liegt am Boden. Ja, passt. Geh mal vor. Ja, informativ, das ist vermutlich der Chief. Jo. Ist sicher richtiger. Ich sicher hoch. Chief! Oh, weg. Kann es sein, dass der Chief von da oben runtergefallen ist? Ich glaube fast, das war das eher, ha? Aber noch irgendwer. Ja, One King 5, ich wanne direkt weiter zum Ladenraum. Oben im Morrow Bay. Es waren hier keine Schüsse. 21107. Wow! Das ist irgendein Nahkampf. Der Kollege, der hat Verbrennungen. Der Kollege hat Verbrennungen. Der Chief hat Verbrennungen. Kannst du mal zurückbringen? Ja. Danke. Philipp, auch hier mit am Start. Dankeschön für 25 Euro. Mit Versandkosten, danke für die gute Unterhaltung. Kussi an Krisi, unser Juri, Hashtag Tiere. Dankeschön, lieber Philipp, für 25 Euro fürs Tierheim. Und ja, ausgerichtet. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Kann ich da irgendwie einsteigen? Das muss mit mehr Elan sein, das LAPD-Sword nimmt die Hände hoch. Brauchen wir mehr Schmackes, Kamerad. Der eine schöne, delicious Glitzerfarbe, der Wagen. Ich sitze jetzt am richtigen Auto. Platz. Am Sitzplatz. Ich dachte eigentlich, die haben die aufgelöst. Die Platz. Vorsicht, Boys. Boah, also das Rampenfahrzeug hat sich mal richtig bezahlt gemacht, muss ich sagen. Da kommt uns sogar zum Basketball viel besser zu. Naja. Der Ladenraum, ist der noch was oder ist der fertig? Bis jetzt noch nicht konform. Okay. Dann fahren. Wo ist denn der? Scheiße. So, wo ist Karat hin? Der ist nicht mehr hier. Der soll irgendwo im Norden sein. Ich hab keine Ahnung, wo der ist. Ich sehe ihn auch nicht mehr. Ich park mal dem Chief sein Auto um. Nimmst du nochmal den Kater mit? Der Chief mit dem schönen Auto gekommen, das müssen wir irgendwo hinstellen, wo er es leicht wieder findet.
würde mal sagen, hierher. Boah, das Blut überall, das ist so krass. So. Und ich muss mein Auto tauschen fahren. Kommt der da, oder was? Könntest du auf das Auto vom Chief aufpassen? Natürlich. Nicht, dass uns das die Platz stehlen und dann haben wir, dann haben die das mörderische Gerät in der Garage stehen. Ja, aber dann wäre kritisch, würde ich mal behaupten. Ja, dann werde ich jetzt mal mein Auto tauschen gehen, weil es ist komplett zerlöchert. Jo. Wunderbar, dankeschön. Gut, passt. Jetzt, ich bin mal schon Auto tauschen. Jo. Leg ihn mal auf die Rückbank. Ich noch einen Kollegen hier bei mir ist. Besten eine Detective Unit. Oh nein! Also, ich habe einen Batschen. Ich bin gerade hoch zum Laden rauf, weil keine andere Unit zugefahren hat. Vergesst. Da kann ich mir einen Abschlepper holen. One King 597 Code 6 vom aktuellen Ladenraub. Da fahre ich mal rüber. Haben wir kein Fahrzeug vor Ort, ich prüfe. Und hol mir einen Abschlepper. Müssen wir das. Ist vielleicht zufällig. Da vorne steht einer, wartet's. Da vorne steht einer. Die Boys haben mitgedacht. Ja, auf Rücken, ja, ich seh's. Ja, hast du Zeit für Dings Carter, der... Da hat soweit gesichert, Code 4. Doc, wie steht's mit dem Chief? Ja... siehst du nicht meinen verbrannten Rücken? Oh nein, Chief! Meine Brandstellen! Was hast du gemacht? Ich gebe ihm mal eben ein Schmerzmittel und dann entsprechend auch... Was hast du gemacht, Chief? Die Wunden erstmal ab und dann fahren wir... Versuche soweit noch zu... Man kriegt voll viel Spawning. Ich bin... wollte einsteigen und... Ich bin dann zurückgefallen, auf das ist Lagerfeuer da. Oh nein, oh no... Oh no... Ein Wunder, dass meine Haare noch dran sind. Bei mir hast du keine Haare mehr, also ist die Brust alles weggebrannt. Brusthaare habe ich sowieso nie. Es hat sich sogar die GoPro, also die Bodycam hat sich in deine Brust gebrannt. Nein. Das Plastik. So. Achtung, das piekt jetzt einmal. Ich hab das. Hey. Hallo. Lass mich raten, bist Mechaniker. Hm? Hast du zufällig zwei Reservereifen mit für einen Ford Explorer? Ja. Auch gerne. Oder ein Flickit. Ich habe da vorne mein Ford Explorer, auf dem wurde so dermaßen geballert, dass meine zwei Reifen hinnig kaputt sind. Er ist hinnig. Richtig hinnig. Passt. Und im Arsch. Komplett im Arsch, sagst du. Nein, er fährt eh noch. Aber ja. Ich müsste nur zurückfahren in unsere Werkstatt, dass ich ans Auto tauschen kann. Passt, Mori, passt. Ich zeig's dir mal. Geben, nicht, dass er uns gleich nochmal umkippt vor Schmerzen. Ach du meine Güte. Chief, ja. Halt durch! Mama! Ich passe auf dein Auto auf, Chief! Mama! Zurück. Es geht nichts! Weil, müssen wir irgendwen finden, der uns zurückbringt. Ja, es geht um den Explorer da hinten. Achso, und dann. Lincoln 5 und Lincoln 17. Und Krieg 5 hört. Ja, können Sie zurück zur Einsatzstelle der Platz kommen? Der linken Aid möchte dringend mit Ihnen sprechen. Verstanden, One Team 5. Eintreffen, 4 Minuten. 10-4. Ja, Schatz, da vorne rennt noch eine Frau panisch davon. Heftig. Ja, passt. Jani, mir geht's gut, servus. Hallihallo. Neuer. Gach, ein Abschlepper hierher, dass ja. Ich die Reifen nicht so weit schleppen muss. Passt. Vielen herzlichen Dank für die vielen Follows. Oh, mir geht's super. Die Grafik-Mod ist eine Mod, die besteht aus mehreren kleinen Mods zusammen. Ich habe keine eigene Mod. Frage an One David, wann schleppt jetzt Ihr Fahrzeug ab? Nein, er wechselt um meine Reifen. Könnten mich aber eine Einheit vom PD abholen? Ich bringe vom Chief das Fahrzeug zurück. Ist doch ein kritisches Fahrzeug. Dankeschön, ich fahr schon mal los. Boah, dass ich mit so coolen Autos jetzt fahren darf, hätte ich mir nicht gedacht. So. Kollege hinter mir ist mit am Start. Jesus!
Listener Family! Liebe Kistner Family, Dankeschön für 50 Euro mit Versandkosten. Hashtag Tiere. Vielen, vielen, vielen Dank für das liebe Tierwohl. Ja, ich bin es euch voll schuldig, aber es ist seit Sekunde 1 hier gerade Action Jackson am Start. Deswegen Hashtag Action Jackson in den Start. Und wenn euch das Stream bisher gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Hashtag Insider. So, danke schön. Für die 100 Meter noch. Vielen, vielen herzlichen Dank an jeden Einzelnen und jeden Einzelnen von euch. Bringen wir das Auto vom Chief nach Hause. Da ist es gesichert. So, die Rampe runter lassen. Ui, 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 ui. Ich steck fest! Ich schwör's, ich steck fest! Ernsthaft? Ja, das darf jetzt aber kein. Das ist ernst jetzt? Ich steck fest! Das glaubst man nie! Will er nicht? Ich steck fest! Oh, oh! Ja, gut, so geht's auch. Überraschung. Oha. So, nochmal. Vorsichtig. Oh, puh. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Das hätte noch gefehlt, dass ich einen Chief sage, oh, ich habe dein Auto da, ich stecke in der Garage fest. Das stellen wir mal daher so. So, und unser Buddy nimmt uns mit. Super, danke. Und ab geht die Wilde. Ich habe jetzt schon gefürchtet, dass das Auto in der Tür stecken bleibt und ich habe die ganze Zufahrt blockiert für die nächsten zwei Wochen. Das wäre extrem heftig. Das wäre echt lustig geworden. Danke, liebe Kister Family, großes Dankeschön. Lieber Philipp, lieber Vibes, lieber Samden, lieber Jammer, lieber Belleria, lieber Ranger. Dankeschön an euch alle. Streets sind natürlich oberheftig. Was ist mit dem Wetter los? Vielen, vielen herzlichen Dank. Hallo, hallo, hallo. Jetzt habe ich mal genug Zeit zum Essen. Hier schnell. Muss man sagen, super gemacht, die Aussicherung. Von uns wurde keiner verletzt. Super. War mein zweiter richtiger Einsatz. Oh! Ganz frisch. Ja, ich habe gestern mitten in meiner Ausbildung schon einen. Boah, herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen SWAT-Ausbildung. Und hast du den Schützen erwischt? Gestern. Nein, hast du jetzt den Schützen erwischt im ersten Raum gleich? Wer hat den erledigt? Nee, da war ich noch gleich da. Stimmt, bist du erst ein bisschen später dazugekommen, hast recht. Ja. Hoppla. Aua. Wir haben halt zwei Wochen Probezeit bestehen. Ah, kriegt hin. Ich lege ein gutes Wort für dich beim Captain, nein, weil das war richtig grandios gerade. Danke. So, oh, da liegt ja. Unser Chief wird ja noch immer bearbeitet. Ja. Chief, das sieht extrem ungesund aus, was du da machst. Hey, oh, hoppla, hoppla! Also, ich habe gedacht, ich gehe rund außen rum. Pardon, das war keine Absicht, Chief. Aufpassen. Nico. Was? Kannst du meine Freundin anrufen, dass ich am Boden liege? Ja, ich habe ihre Nummer, weil ich habe vorher noch mit dir telefoniert. Was? Ich
Ja, ich schreibe eine Nachricht, okay? Bitte. Was habe ich sie nochmal eingespeichert? Unter Schatz. Was? Ja. Hallo, Schatz. Deinem... Okay. Anwesend. Bitte mal Schwarzen. Dem Kollegen Nico Nixon einen Schlag geben. Nick. Entschuldigen Sie bitte. Besser nicht. Er hat Verbrennungen. Er weiß nicht. Ja, Link 17 einmal unten zu Notaufnahme. Er weiß nicht, was er tut. Einmal absichern, weil die Tür offen bleibt. Ich hab's ihrer Freundin und meiner Mutter ausgerichtet. Ihre Mutter? Ja, Überraschung. Selbe Person. Stimmung. Danke. Oh. Was war das? Was war das? Alter, ich hab mir den gestern gekauft. Was war das gerade? Was hast du eine Trage? Bissel sehr übermütig. Bissel sehr übermütig war das gerade. Der kommt her, ballert rein, Tür auf, haut den rein und fahrt weg. Was war das jetzt? Bringst du mir ein Eis? Magst du ein Eis? Ja. Ich hol dir ein Eis. Hilfst du mir? Da vorne, da Tome ab, der hat sicher noch offen. Oder da Pero Pizza, vielleicht haben die irgendwie offen, kann ich eine Pizza. Oh, it's a Ringlet! Crazy Horse Soup. Wick. Bam. Taco Bomb, die haben sicher Eis. Taco Eis. Ist das eine Eismaschine? Jawohl, das ist eine Eismaschine! Drücke eben eine Flasche zu kaufen? Was ist das? Wie geil ist das denn? Das habe ich noch nie gesehen. Was drücke ich dann? Und dann? Nein! Was es nicht alles gibt! Das habe ich noch nie gesehen. Geil. Gefällt mir. Aber das ist doch eine Wassermaschine. Hoppla. Also ein Getränkeautomat. Grüß dich! Ich brauch bitte ein Eis! Könntest du mir bitte ein Eis geben? Dem Chief geht's nicht so gut, ich brauch für ihn ein Eis. Ja. Also wenn du mir... Gib mir mal bitte eine ganze Box voller Eis. Ja, genau, ja. So. Da, das ist ein Cherry Wheat Eis. Passt, ich danke dir recht herzlich für das Eis. Oh, bring mal ein Chief Eis. Alkohol-Eis. Oh, wie schnell er rennen kann mit der Ding. Das schaut dumm aus. Ich kann, glaube ich, schneller rennen wie normal mit der Box. Ist das ein Bug? Schon Chief. Die Leute, die Kollegen fragen sich sicher, was tut denn der Trottel da? Ist der jetzt weggebracht worden? Euer Ernst? Das mit X, das war aber nix. Ist das jetzt dein Ernst? Das scheiß der Eis. Das ist ein Eis. Ich hab's jetzt weggehaut. Ja, ging Pfeif für Sie, brauchen Sie dann den Abschlepper. Gibt's ja nicht. Okay. Negativ, Fahrzeug scheint so halt noch in gutem Zustand zu sein. Ich hab alle Beweise aufgenommen, aber die Beweise. Eieieiei. Was war denn das jetzt, ey? Ich glaub, die kriegen wir gar nicht weg. Okay, kriegt man da nichts weg? Nee, weil die von anderen hingestellt wurden und verschraubt wurden. Immer diese verwilderten Verschrauber. Ja. Okay, ich muss mal schauen, ob mein Auto schon fertig ist. Ich bin am Ende des Tages nur richtig. Ja, ihr Fahrzeug ist fertig. Alles gut. Ah, da bist du. Hast dich ja richtig versteckt. Ja. Brauchst du viele Flickkits bei den vielen Löchern, ha? Ja, das geht schon. Okay. Vergesst ihr nicht die Absperrungen zum Aufheben, die lokalen Verkehrsmaßnahmen, meine ich. Mach mal. Dann fahr ich mal Auto tauschen, weil meins ist durchlöchert wie Schweizer Käse. Lecker. Meins nicht. Glückwunsch. Beim nächsten Mal dann. Oh. Passt. Wir sehen uns bei der nächsten Schießerei wahrscheinlich. Bis gleich. Also bis in 5 Minuten. Bis in 5 Minuten, ja. So.
Soll ich jetzt noch irgendwie mitnehmen von euch, oder? Bis in 5 Minuten, sagt er. Boah! So, ich steig da gleich mal ein jetzt. Das ist ja mein Waschel nass. Und wir wechseln jetzt das Auto. Ich weiß schon, welches Auto, das ich jetzt nehme. Eins, auf das ich mich schon extrem freue. Oh, Tief, es fährt jetzt schon wieder ein rotes Auto rum. Ernsthaft? Okay. Wechsel mal das Auto jetzt. Was ich von Polizeipferden halte, nicht viel. Weil ich es halt im Chat lese. Bin kein Fan von Polizeipferden. Diensthunde, ja, weil einfach die Nase ist grandios. Die können gut Drogen erschnüffeln, Bargeld, Personen, Stöberhunde und so weiter. Finde ich super. Aber Pferde auf Demonstrationen einsetzen, finde ich nicht in Ordnung. Ich bin da zu sehr Tierfreund, muss ich sagen, als dass mir das gefällt. Und da seht ihr jetzt gerade, wie die Grafikmod im vollen Glanz ist, oder? Mit Nacht und Regen, da kommt halt die Grafikmod richtig gut zur Geltung. Läuft es bei euch flüssig eigentlich? Bei mir läuft es ja voll flüssig. Mit jetzt gerade, gut, die Grafikmod holt gerade alles raus aus dem PC, was irgendwie geht. Ich habe gerade 50 FPS. Aber läuft es bei euch flüssig, Leute? Würde mich mal interessieren. Oder muss ich wieder in der Grafik runterschrauben, wenn es zu krass ist? Ja, wir closing back to 8. Gib's mir mal ein bisschen Feedback. Ja, läuft, schreiben die Leute. Gefällt mir. Läuft. Das freut mich. War ich da überhaupt gerade richtig? Ja, war ich. Opa. Opa, opa. So, wir holen jetzt ein Auto, was ich schon lange nicht mehr gefahren bin und was ich mich richtig freue, weil es hat eine Spezialfunktion, eine Special Function, Specialware Function. Oh, wie schaut's? Schaut euch mal die Lichteffekte gerade an, die sich da reflektieren. Genießt das mal ganz kurz. Dieses Blaulicht dazu aufdrehe. Ah, nein, das schaut sogar ohne Blaulicht noch besser aus. Das schaut ja. Also, was die Grafikmods aus GTA rausholen, das ist abartig, oder? Da rentieren sich diese 13 Dollar Patreon-Geschichten für diese Grafikmod halt sofort. Also wirklich extrem schön. Hut ab. Hut ab an diesen Grafikmod-Bauer. Ich habe gerade seinen Namen vergessen. Ich habe den mal geschrieben. Habe ich seinen Namen vergessen? Wie heißt denn der nochmal? So einen witzigen Namen, so einen kurzen. Ausrufezeichen CS gibt nicht. Doch, es geht schon, aber ich habe es reingemacht, dass man es nicht spammen kann. Ja. Es ist 13 Dollar monatlich muss man zahlen für eine gewisse. Für NVE muss man 13 Dollar monatlich zahlen. Über Patreon. Also wenn es interessiert, NVE heißt eine meiner Grafikmods, die holt schon relativ viel raus. Kostet aber 13 Dollar monatlich für die aktuellste Version. Ansonsten zahlt man einmalig dafür. Aber wenn man die aktuellste Version haben will, mit beweglichen Bankomaten etc., dann braucht man eine Art Abo. So, wir holen uns jetzt den hier. Und ich zeige euch jetzt auch, warum. Ich liebe dieses Auto aus dem Grund. Es hat ein Blaulicht. Mörderisch, das schaut gerade richtig gut aus. Aber, Achtung, wenn ich eins drücke, Takedown Lights vorne und hinten nur die Direction Lights. Achtung, drück die 1. Feuerwerk. Steady Burn. Vorne, hinten Direction Lights. Und das ist halt eine richtig krass geile Funktion. Finde ich richtig, richtig cool. Taugt mir voll. Fahren wir mal mit dem. Bin ich ewig nicht mehr gefahren. Ist jetzt nicht das typische SWAT-Fahrzeug, ich weiß. Aber einfach, weil ich finde das Fahrzeug so schön. Die ist so schön. Müssen wir nehmen. Kann man auch Autos anhalten? Natürlich. Müssen wir halt nur andere Spieler mal erwischen. Aber wir sind so im Action-Jackson-Modus. Das schaut doch extrem gut aus, oder? Dass wir nicht dazu gekommen sind. So, wir klappen die Opscore Gehörschützer runter. Verstauen sie wieder im Auto. Parken alles andere ein. Und schauen, was passiert. Geben mal die Waffe weg. Wir holen uns jetzt aber noch schnell neue Flashbangs. Wir haben gerade relativ viele Flashbangs verbraucht. Die holen wir uns jetzt noch schnell.
Dankeschön übrigens, dass die ganze Zeit schon um die 300 zuschaut. Das ist auf Twitch für einen Streamer, für mich, der ein bisschen mehr wie 4000 Abonnenten. Ah, Entschuldigung, ich verwechsel das dauernd, ja, Abonnenten und so. Aber ich verzeiht's mir, ja. Schutz 2 in der Platzhut. Ernsthaft? Negativ? Negativ? Vor deiner mitbekommen. Ich muss schnell das Ding holen. Das ist halt für einen kleinen Twitcher aktuell, der ich bin, ist das extrem viel. Deswegen großes, großes, großes Dankeschön fürs Zuschauen. Wirklich. Sehr, 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 sehr großes Dankeschön fürs Zuschauen. Ich fühle mich extrem geehrt. Und wenn es euch gefällt, dann lasst doch ein Abo da und aktiviert die Glocke. Nein, ihr könnt auch natürlich gerne auf YouTube bei mir vorbeischauen und auf Discord und auf Spotify zum Beispiel. Würde ich mich sehr freuen. Alles kostenlos. Einfach nur vorbeischauen. Würde ich mich sehr freuen. Wenn wir uns auch auf anderen Plattformen lesen würden. SWAT hat jeden Monat einen Patrol-Truck. Das bedeutet normale Streifenuniform plus Streifenwagen. Ja, dann, Danny, dann bin ich ja gar nicht mal so verkehrt eigentlich gerade, oder? Dann bin ich ja gerade gar nicht so verkehrt. Wir könnten, aber das machen wir das nächste Mal, okay? Nächstes Mal schnappen wir uns die normale Uniform mit SWAT-Ausrüstung, wenn was ist, dass wir auf SWAT wechseln können. Aber heute fahren wir mit dem Gucci Cry Precision Gear herum. Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang. Kennt das Lied irgendwer? Ist voll Gehirnverblödung, das Lied, aber ist ein Gucci Gang Lied. Boah, ist gerade finster. Geht gerade die Sonne auf? Ich glaube schon. Schaut schön aus. Paul, Servus Paul, Dankeschön für das erste Kommentar oder die erste Nachricht. Ich habe das auf Discord geschrieben. Muss nachschauen. Ich habe so viele Nachrichten von gestern noch auf Discord. Ich habe gar nicht alle durchgeschaut, weil das so überflutet war. Da steht dann irgendwann so plus 99. Das schaue ich mir dann alles in Ruhe an, die nächsten paar Tage. Werde es mir aber sicher anschauen. Ja, es sind Mods da. Mehrere sogar. Die besten Mods. Krisi, wir haben das nochmal geheißen. Der war beim Song Contest, der Typ, der das gesungen hat. Ich weiß es aber nicht, wie der geheißen hat. Wir fahren mal Richtung Grove Street. Schauen, was sich dort tut. Schnell gefragt. Ja, das stimmt. Probier mal auf den Charts schon ein SWAT-Design drauf zu machen. Es gibt so kein eigenes SWAT-Design beim LAPD. Ich habe dazu auch keine Möglichkeit. Ich bin hier kein Admin oder sonst irgendwas. Ich bedanke mich aber recht herzlich da bei der Projektleitung für den SWAT-Hammer, den Prototypen, den ich da damals gern benutzt habe. Der war schon krass, der SWAT-Hammer. Das war damals noch ein YouTube-Stream. Der war heftig. Der war richtig krass. So, Bello jetzt gerade gefolgt. Konzi jetzt gerade gefolgt. Linus zockt 1 jetzt gerade gefolgt. Pommes Panzer jetzt gerade gefolgt. Leo gerade gefolgt. MC Colin gerade gefolgt. Johnny Bar. Snickers Eis. Hollmann. Niklas SHP Shape soll das wahrscheinlich heißen. Vielen herzlichen Dank für die ganzen Follows gerade. Danke, danke, danke. Muss man danken fahren? Nein. Geht sich aus. Aber ich kann Auto waschen fahren. Ich liebe Auto waschen. So. Oh! Wow! Wow! Elhefe! Servus! Freut mich sehr. Das ist das erste Mal bei Twitch dabei, Elhefe. Oder täusche ich mich gerade komplett? Nein, ich glaube, das ist das erste Mal. Elhefe! Mein Lieblingsburrito-Verkäufer. Single Day Team Back to Nate, kann mich jemand im Krankenhaus abholen. Vielen herzlichen Dank für 25 Euro mit Versandkosten. Familie und Freunde sind das Wichtigste. 100%ig schön. Alles Gute der Oma. Hashtag Nixon Squad. Hashtag Team Oma. Hashtag Tier. Vielen herzlichen Dank. Finde ich super. Nix an die Oma. Das ist richtig so. Oma geht's gut genug. Es geht nur darum, also dass das Ganze mit unter Hashtag Tier fällt, finde ich grandios, Elhefe. Vielen, vielen herzlichen Dank an dich und die ganzen anderen Donator.
Danke, danke, danke. Fahren wir mal in die Grove Street. Aha. Was ist das für ein Auto? Schaut ein bisschen bedrohlich aus, oder? Fredi, geht's gut? Eikosch fragt, wie es meinem Kater geht. Fredi, geht's gut? Und wer nicht weiß, wer Fredi ist, weil er frisch von Twitch dahergekommen ist. Fredi ist das hier. Oder der hier, pardon. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kenneth, ich würde Sie abholen. Ich bräuchte meinen rechtlichen Beirat. Sind Sie Ihre aktuell wo? Meinen Sie gerade mich mit Lincoln 18? Ach, Lincoln 18, ja. Ich bin unten am Krankenhaus. Ja, check, ich würde Sie mal abholen. Ich bräuchte meinen rechtlichen Beirat. Alf Boyer. Ja, bitte nicht wundern, ich bin gerade Oberkörper so frei. Ich darf nichts anziehen. Ich bin aber der Überzeugung, die meisten Leute kennen den hier nicht. Die meisten. 90% der Leute kennen den hier nicht. Dankeschön für den Freddy-Hype. Vielen herzlichen Dank. Gutes Wachenschild, nix in ein Vorschlag. David One für Lincoln 18. Kannst du Musik im Hintergrund machen, wenn du talkst mit uns? Das nervt manche voll. Ich mache immer so Stimmungsmusik eher, aber manche nerven. David One für Lincoln 18 kommen. David One! Was ist mein Eis? Das Eis habe ich hingeworfen, das liegt beim linken Baum neben dem Scheinwerfer. Nicht dein Ernst. Doch, Chief, sie waren dann schon weg. Dann habe ich es dort hingeworfen. Ist ein Jack Daniels Eis oder sowas. Wann gibt's Fredicam? Ich muss schauen. Ich habe ja mir eine Webcam gekauft, das habt ihr mitbekommen. Morgen beim Reaction-Stream hätte ich vor, dass ich die GoPro, die Cam aufdrehe. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, was ich es richten werde, ja. Ich komme nämlich sicher extrem dumm vor, wenn ich da mit einem Schlauchschal und Sonnenbrillen vor dem PC sitze. Da komme ich richtig dumm vor. Ich lasse mal was einfallen, ja. Vielleicht, dass wir. Dass man Fredi da zeigen. Oder. Also eine Fredi-Cam sozusagen. Oder. Mir fällt gerade gar nicht anders ein. Schau mal, ja. Auf die Hände. Ja, genau. Auf die Hände. Also, es hat ja mich ein Kollege gefragt, also ein Kollege vom Bundesheer war das, ob ich einen Stream machen kann, wo ich zeige, wie man die Glock richtig putzt. Ich finde die Idee witzig und ja, als Community-Talk, weil ich glaube eher, dass die meisten Zuschauer das eher nicht interessiert, wie man eine Glock putzt. Aber da muss ich mich erst vergewissern, dass Twitch keine Probleme hat mit über Lehrvideos mit Waffenputzen. Ich sehe, Waffen sind immer ein bisschen hakelig. Ihr wisst, das geht nicht so gut. Das kann voll nach hinten losgehen. Da muss ich erst bei Twitch nachfragen, ob das erlaubt ist, dass man das so zeigen darf. Waffenputzvideos. Wenn das erlaubt ist, dann kein Problem. Community Talk mit Nixon. Sunday Gun Day Clean Tag, ja? Sunday Gun Day. Waffenputzen mit Nixon. Bisschen verrückt. Aber ja, ich bin verrückt, ihr wisst Bescheid. Mal schauen. Aber davor echt abklären, weil wenn ihr Robert Mark Lehmann kennt, es ist ein Tierschützer, von dem ich extrem viel halte. Er hat keinen Affiliate-Status bekommen auf Twitch, weil er gezeigt hat, wie Delfine abgeschlachtet werden. Und das hat schon gegen die Richtlinien von Twitch verstoßen. Deswegen muss ich da sehr aufpassen, was ich zeige. Ich vergewissere mich vorher, ob ich das zeigen darf oder nicht. Und ja, also ich muss vorher doppelt und dreimal schauen, ob ich das machen darf oder nicht. Nur, dass ihr es wisst. Aber auf Twitch sind mir halt dahingehend mehr Möglichkeiten. Weil habt ihr vorher gesehen, ich habe halt zwei Streams gestartet, wie schnell das gegangen ist. Auf YouTube geht das nicht so schnell. Auf YouTube dauert das wesentlich länger mit Stream erstellen, mit den Klicks und so Sachen. Auf Twitch sind das ungelogen. OBS aufmachen und Start drücken, das ist mir nicht. Das ist verdächtig easy. Ja, mal, ich hab Luke. Weißt du, irgendwas geschrieben? Wenn wir das mit der Glocke nicht mögen, dann mit. Ja, richtig. Ja, aber
dass ich hier auf den Tisch, weil ich müsste das mit der Kamera hier machen, dass ich hier auf den Tisch das mein STG 77 hätte. Boah, das wäre schon richtig groß. Das kriege ich gar nicht alles drauf. Das müsste ich dann ein bisschen auf den Boden schon legen. Und wenn ich mir da das Waffenöl ausrinnt, dann kriege ich Wallerkrise. Aber ich weiß, mir folgen viele Kollegen. Und da ich ja relativ oft meine privaten Pistolen putze, die ich legal besitze natürlich, wäre es vielleicht gar nicht schlecht, wenn ich den zeige, wie man die Glock richtig putzt. Ja. Also, ja. Mal schauen. Die Woche testen wir mal Twitch voll durch. Eben mit morgen Reaction Stream, übermorgen Radio Not. Drüber morgen mit Unboxing sollten. Also ich hoffe wirklich, dass mein Gaming-Sessel kommt. Langsam, ruhig. Dass mein Gaming-Sessel kommt, dass wir den ein Unboxing machen mit dem Sessel. Dass wir den zusammen mal Probe sitzen. Ich glaube, der Tisch wird sich nicht ausgehen, dass der kommt. Ansonsten, wie gesagt, sollte das nicht kommen, das sehe ich ja eh am Donnerstagvormittag. Hätte ich vor, dass ich euch mal auf dem Quad mitnehme. Das habe ich aber gestern gemerkt, dass das gar nicht so easy ist mit dem Quad. Rapp fragt, welches STG ich habe. Ich habe das STG 77A3 BMI mit einem 3er Magnifier drauf und Lichtlasermodul. Boah, da kann man wie aus der Pistole geschossen. und einen Vikings Tactical Sling. Also ja. Eiker, sehr gut. Der Einsatz von Waffen, um andere körperlich zu bedrohen, einzuschüchtern, zu verletzen oder zu töten. Es wurden schon Leute gesperrt. Ja Gott, das will ich ja nicht machen. Blauen Mercedes. Will ich ja nicht machen. Echte Streamer spielen auf einem Klappstuhl. Also echte Gamer. Ja. Stimmt. Hast du dir absolut recht. Und der Sessel, auf dem ich da sitze, der ist sowas von durchgesessen schon. Dann habe ich. Hat jemand eine Information, Jahre, woher circa schon. Karten ist? Und der ist. Also mein Hinternabdruck ist da richtig ich schon drauf. Und meine alten Lendenwirbeln werden da einfach nicht gestützt. Und ich verbringe mir jetzt sehr viel. Aha, warum steht er da? Sehr viel Zeit am PC und deswegen. Ah, das muss da was Neues her. An welchem Tag die Quad-Tour? Ja, wenn Donnerstag, also Unboxing, wenn Donnerstag. Sollte die Quad-Tour am Donnerstag ins Wasser fallen, sollte das Wetter extrem schlecht sein, sollte es aber nicht sein. Ja, dann kann man schauen, was wir dann machen. Dann weiß ich es noch nicht. Dann werden wir einfach. Müssen wir spontan sein. Ich habe bloß gestern geschaut. Wegen der Netzabdeckung, da wo ich gern fahren würde. Die Netzabdeckung dort ist extrem schlecht. Ja, Wald und Handyempfang ist meistens eine ganz schlechte Kombi. Deswegen. Oma ruft an. Warte, jetzt fertig. Oma ruft an. Ah, scheiße. Zurück! Kathi, danke, ich teste für 25 Euro mich versanken. Servus, Kathi! Sorry, ich habe mit meiner Oma telefoniert. Sorry, Kathi. Alles gut. Ah, na, das Auto. Eieiei. Nur
kurz outblicken gehen. Meine Oma wollte wissen, wann ich sie morgen hole. Alles gut. Carlos? Alles gut, ist nicht schlimm. Mal fragen, ob alles passt. Hilfe braucht er so. Okay, ja, tut mir leid, also ich wusste das wirklich nicht. Ich bin neu hier und deswegen ist es. Ah, alles klar. Hallo. Was ist denn passiert? Was haben Sie denn? Hallo, was haben Sie denn gemacht? Erzählen Sie mal. Ja, ich bin nämlich von dem Apple Store unten. Ja. Bin ich rausgegangen und da lag Link eine Bananenschale vor dem Stufen, ja. Ja. Und da bin ich dann ausgerutscht und runtergefallen auf die offenen. Ah, okay, das verstehe. Ich erkläre es gleich, ja, Leute, mit Donnerstag. Gut, okay, ich hole mal die Trage, setzen Sie sich mal kurz auf die Trage und gucken wir uns das mal an, ja? Okay, danke. War das ein selbstverursachter Sturz oder was? Mhm. Also die Banane hat den verursacht. Die Banane? Okay, verdammt, Bananen. So, ich nehme mal die Banane da und werf's in Miss Cure. Liebe Kistner Family, Oma geht's gut. Sie hat nur wissen wollen, ob ich sie abhole, also wann ich sie morgen abhole. Und weil es ein Anruf um 22.15 Uhr von der Oma eher selten ist, habe ich sie schnell abholen müssen. Family geht vor. Immer Leute. So. Im Augenblick bleiben Sie stehen, ich fahre das Auto ein Stückchen beiseite, dann geht das. Gut. Wenn das eh selbst schuld ist, ich fahre weiter, gell? Gute Besserung daher. Alles Gute. Okay. Dankeschön. Alles klar. Und willkommen im Start. Wann ich AX stream? Freitag. Freitag stream ich AX und Donnerstag. Entschuldigt, Leute. Donnerstag, wenn das ein Quad-Stream wird, wird er am frühen Nachmittag oder Nachmittag sein. Und wenn das Ganze ein Unboxing. Ja, dann auch eigentlich, ja, weil ich möchte am Tageslicht eigentlich den Sessel zusammenbauen. Ich hoffe, dass am Donnerstag kommt. Mal schauen. Ansonsten wird der Quad-Stream irgendwann demnächst kommen. Schauen wir mal, ja. Ich will euch ja zeigen, was mit euren Donis angekauft wurde. Bellaria! Ciao, Bella. Dankeschön für 5 Euro Versandkosten. Du hast mein letzter Doni nicht vorgelesen. Oh no. Ehrlich jetzt? Es tut mir voll leid. Warte mal. Warte. Scroll. Bella, so, danke dir nochmal für 5 Euro mit Versandkosten. Das war vor einer Stunde, es tut mir unendlich leid. Dadurch, dass du vorher es im Chat, glaube ich, nicht mitbekommen hast, Johnny Hartmann von X. Ah! Seid ihr zusammen? Hauptteil des PDs, Frage normal. Seid ihr zusammen, Bellaria? Oder warum warst du überhaupt? Ich habe nicht fürs Auf wahrgenommen. Wie lange sind gerade Schüsse außerhalb des PDs gefallen? David Warden fährt aus dem PD wieder raus. Jetzt wurde er gerade geschossen. Da hat jemand aufs PD geschossen? Ich hol mir mal mein Sturmgewehr raus und zumindest die Weste kann sicher nicht schaden, wenn ich mir die anziehe. Und eine Sturmhaube aus Gründen des Identitätsschutzes. Mein King 5, einmal bitte die Umgebung prüfen. Wie gesagt, vermutlich sind gerade irgendwo Schüsse gefallen. Ernst? Ich konnte 2 wahrnehmen außerhalb des Police Departments. Check mal die Gegend ab. Machen wir eine Runde ums PD. Vorsichtig. Ich habe das PD geschossen, das wäre ja heftig. Alle, die schlafen gehen, ich wünsche euch eine gute Nacht, schlaft gut, träumt schön und ich hoffe, wir sehen uns morgen beim ersten Reaction-Stream. Ganz neue Tore, die sich da für mich öffnen. Ich bin jetzt schon ehrlich gesagt ziemlich nervös. Ich bin schon die ganze Woche ziemlich nervös, weil ich habe noch nie 5-mal hintereinander gestreamt. Auf der Nordseite steht ein Krankenwagen. Verstanden. Simsalabim, 3-mal schwarzer Kater. Please open. Oh no, das da bugge ich durch. Das ist keine gute Idee. Die Schüsse kamen vermutlich in Luftrichtung Osten. Das ist in andere Richtung. Linke 13 prüft. Ich gehe wieder in den Zen-Bereich. Das ist dichter dran.
sehe nichts, muss ich sagen. Ja, aber los, sie kurze Frage, nicht. Werden wir dich mal in echt sehen vor der Cam? Fakt, Chanoel. Ich habe schon mal erwähnt, es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit. Und das wäre wirklich, wenn ich bei der Polizei aufhöre, das wäre der Grund, wenn ich sage, passt, mein Identitätsschutz ist mir nicht mehr so wichtig. Aktuell ist mir einfach extrem wichtig. Aus Gründen der persönlichen Sicherheit will ich nicht, blaues Fahrzeug, will ich nicht, dass ihn jeder weiß, wie ich ausschaue, weil es eben auch Bösewichte gibt, die Twitch schauen. Ja, es driftet da gerade ein blaues Fahrzeug, blauer Mercedes A-Klasse müsste es sein, beim PD herum, Nordseite. Fährt jetzt Richtung Casino. Weitere Schüsse, Richtung Hauptplatz. Wir schauen uns das mal an. Sehr auffällige Fahrweise daher. Oh, ich bin Sturmgewehr. Grüße. Hallo. Beim Gym laufen. Warum haben Sie eine Sturmhaube auf? Die habe ich gerade eben gekauft. Das müssen wir einreihen lassen. Sie hätten auch sagen können, weil Sie eine aufhaben, aber ist in Ordnung. Ihre Grundanhaltung ist Ihre sehr auffällige Fahrweise da gerade rund ums Polizeigebäude und wir sind in erhöhter Alarmbereitschaft, weil es wurde da gerade geschossen. Ach so, okay. Ja. Könnten Sie mal aussteigen? Und deswegen. Auf den Gehsteig rübergehen. Ja, okay. Weil ich eine Lenk- und Fahrzeugkontrolle mit Ihnen durchführe. Und ich möchte nur kurz Ihren Führerschein sehen. Den Führerschein einmal bitte. Ja. Ja. Bitteschön. Dankeschön, Herr Scott. Hat Scott schon mal Probleme gehabt mit der Polizei? Nö. Noch nie? Noch nie. Können Sie mal die Maske runternehmen, dass ich das Foto vergleichen kann? Okay, dankeschön. Ist das Ihr Fahrzeug, Herr Scott? Oder gehört das? Klar, ja. Okay. Und warum fahren Sie so auffällig? Das, Ich muss eigentlich nach da, zur Bank, wegen PIN. Weil ja? Ich habe Nachricht bekommen, dass mein PIN anscheinend irgendwie meine Karte gesperrt wurde und so. Mhm. Und dann habe ich doch jetzt umgedreht und wollte noch tanken schnell. Okay. Also einfach mal so eine auffällige Fahrweise. Sozusagen, ja, es hat ja schon Grund. Spontan, aber. Weil sie da zu der Tankstelle wollten, oder was? Ja. Okay, alles klar. Gut, Herr Scott. Fahren Sie nicht so auffällig, fahren Sie nicht maskiert. Ja. Haben Sie einen Ausweis zurück? Wie bitte? Da haben Sie einen Ausweis zurück. Achso, ja, danke schön. Gut, fahren Sie vorsichtig. Ja, danke. Wiederschauen. Ciao. Hat es schon geklärt? Ja, auffällige Fahrweise. Wollten wir schauen, was los ist. Ich bin in erhöhter Alarmbereitschaft wegen den Schüssen ums PD. Ja, ist richtig, ja. Hey, du hast aber ein cooles Steadyburn-Auto. Also Steadyburn-Licht. Das Steadyburn ist schaut dann nice aus. Cool. Aber du da auch? Ja, es schaut alle cool aus. Ja. Hinten muss ich noch mal kurz schauen. Also im selben Aufbau wie ich. Ja, cool. Gefällt mir. Genau. Der Taube ist immer gut. Schaut cool aus. Echter Polizist von wo? Österreich. Servus. M. Marsinf. Mir kommt es vor, als wenn die Namen auf Twitch wesentlich schwerer wie auf YouTube, Leute. Da ist einfach ein cool Kollege aus Berlin hier. Servus! Liebe Grüße, Kollege nach Berlin. Ich kenne drei Kollegen aus Berlin, mit denen ich immer wieder mal in Kontakt bin. Liebe Grüße. Kollege aus Niederösterreich hier. Ich hab Jona. Also ich weiß, dass viele lügen, das weiß ich schon. Das behaupten relativ viele, dass sie Kollegen sind, sie sind keine dann, ja. Aber. Ich weiß, dass trotzdem einige Kollegen zuschauen, deswegen liebe Grüße an alle echten Kollegen, die gerade im Chat sind. Ja, wieder Schüsse außerhalb des PDs. Könnt ihr mich gerne auf Instagram anschreiben und unterhalten, dass man von Richtung Hauptplatz. Immer auf der Suche nach freundlichen Kontakten rund um die Welt. Ja, aber aus dem Süden können sie nicht kommen, nein. Bei der Polizei. Kam vermutlich von Nordwest. Ja, den vor. Nordwest. Warte, in die Richtung. Wer schießt denn da aufs PD die ganze Zeit? Oder rund ums PD? Wer tut denn sowas?
Oha, voll geschimpft. Irgendwo da, Nordwest hat es geheißen. Da ist schon der Chief. Hm. Ja, genau, was ich sagen wollte, genau. Danke. Wie ich mich zeigen würde, wäre, wenn ich kündige bei der Arbeit, also mein kein Polizist mehr wäre, sodass ich sage, die persönliche Sicherheit ist jetzt nicht mehr so akut, wie ich sie für jetzt empfinde. Und mit einem Lottogewinn, ja. Also wenn ich wirklich sage, ich kündige, aber es gibt nur den Grund, ich würde nur kündigen bei der Polizei, wenn ich einen Lottogewinn habe, sonst würde ich nicht kündigen. Ich würde niemals Vollzeit-YouTuber oder Vollzeit-Twitcher-Streamer sein. Das würde ich nicht wollen. Ich möchte Polizist sein und ich mache das nebenbei als ein amateurhaftes Hobby. Ihr habt es gesehen, ich habe am Anfang des Streams wieder falsche Cam, also falschen Bildschirm abgefilmt. Es ist immer, bei mir ist immer, ja, viele Fehler, die ich begehe. Also ich bin kein guter technischer Streamer, sagen wir so. Aber um mich zu zeigen, müsste ich kündigen und um zu kündigen, müsste ich in Euro-Millionen gewinnen. Ansonsten tue ich das nicht. Ich verlasse meinen Job nicht freiwillig. So schaut's aus. Verdammte Banane, ja richtig. Ja, zu meinem Rang als Polizist schweige ich. Ich sag's, mein Rang bei der Feuerwehr. Das ist Hauptfeuermann. Schönen Abend. Zum Rang bei der Feuerwehr schweige ich nicht. Bin eigentlich Hauptfeuermann. Ich war mal Löschmeister. Hab den Löschmeistertitel aber abgegeben, weil ich eine Gruppenkommandantenfunktion nicht mehr haben wollte, weil sich das einfach aus den Dienstzeiten nicht mehr ausging, weil durch den Schichtdienst bei der Polizei ist es so, dass man bei den meisten Übungen, die doch immer Freitag, Samstagabend stattfinden, ist das, dass ich bei vielen Übungen gefehlt habe und wenn man als Gruppenkommandant bei einer Übung fehlt, ich habe das einfach der Gruppe gegenüber nicht mehr fair gefunden und habe den Löschmeistertitel abgelegt und bin jetzt froher Hauptfeuermann schon seit langer Zeit, ja. Fireman ist auch Hauptfeuermann, ja. Liebe Grüße an die Hauptfeuermann-Gang. Die Gang. Liebe Grüße an die Gang. So. Es heißt Dienstgrad bei der Polizei. So, wegen Rang. Ja, na, wir sagen Distinktion zum Beispiel auch. Ja, das sind die Schulterklappen zum Beispiel. Welche Distinktion hast du? Oder so. Ja, ich weiß es. Ich habe echt viele, die Feuerwehrleute, die mir folgen. Freiwillige Feuerwehrleute. Das finde ich echt super. Krise, was ist mit Robert? Wie groß die Feuerwehr ist, mit der ich bin. Meine freiwillige Feuerwehr ist groß. Um die 100 Mitglieder und hat um die 200 Einsätze im Jahr. Also ist schon eine... Wir sind so eine Kleinstadtfeuerwehr und haben dementsprechend relativ viele Einsätze. Großteils technische Einsätze. Ich als Atemschutzträger habe am liebsten die Brandeinsätze, muss ich sagen. Aber Gott sei Dank, aufgrund der technischen Verbesserungen etc. gibt es halt kaum mehr Brandeinsätze. Hin wieder mal brennt ein Traktor oder so. Viele Autos, das wir haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Wobei ein Auto ist schon ausgeschieden. Das steht eigentlich nur als Zier, der ist ein Oldtimer. 8, ja. Und weil ich nur einen B-Stein habe, darf ich nur mit 3 fahren. Verdammt! Schau gar einmal Cobra-Einsatz bei St. Leonard. Die mussten auf die Gasflasche schießen. Lieber Sittich, schick mir das Video in meinen Reaction-Kanal auf Discord und ich mache morgen, wenn ich es finde, ich mache morgen ein Reaction-Video draus, ja? Ich habe sehr viele Videos von Polizei und Cobra. Ich poste rein, ich schaue es mir kurz drüber. Ich muss kurz drüber fliegen, ob keine Copyright-Musik oder keine Gewalt drin ist, weil sonst habe ich ein Problem. Haus rein. Haus gerne rein. Drehleiter haben wir leider keine, Tobi. Nein, leider nicht. Leider nicht.
Aber ich meine, ich war mal auf einer 25 Meter Drehleiter und auf einem 50 Meter Hubsteiger und ich sag's euch ganz ehrlich, beim 50 Meter Hubsteiger, da habe ich mir in die Hosen gemacht, weil ich habe mir gedacht, wir sind auf dem Hubsteiger oben zu dritt gestanden, zu dritt. Und ich sag mal zu dritt, drei Männer, die da oben stehen, alle 80 Kilo. Ich bin schlecht in Mathe, aber das waren schneller mal 240 Kilo. Und wenn ihr das kennt, die Hubsteiger, diese dünnen Stangen, und dann bist du da oben in den Korb auf 50 Meter. Und ich habe mir gedacht, das hält uns doch nie. Und das hat so extrem gewackelt, richtig, Cruiser. Das hat so extrem gewackelt da oben, dass ich mir gedacht, also wir waren eh angemacht an dem Korb. Aber ich habe mir trotzdem gedacht, ey, wir kippen garantiert. Garantiert haut es jetzt da oben. Und ich will nicht sterben, weil ich 50 Meter mit dem Hubwagen, mit dem Hubsteiger umfall. Da ist die Drehleiter schon massiver gebaut, vom Gefühl her, ja. Aber da hatte ich ein cooles Erlebnis einmal, weil wir sind da der Reihe nach hochgefahren und bei der Feuerwehrgrundausbildung sind wir mit der Drehleiter. Ich glaube, das war eine 25 Meter Drehleiter. Das war eine Puff, also wirklich, du wirst jetzt sagen, Puff alt. Die war einfach stinkalt, diese Drehleiter. Und die hat sich aber den gewissen Neigungswinkel automatisch abgeschaltet und die Leute, die da oben waren, waren da oben gefangen. Sie konnten so dann runterklettern, aber für Leute, die ein bisschen Höhenangst haben, im Korb oben drin stehen, ist in Ordnung. Aber wenn es dann darum geht, dass man in den Korb sich, also da ist ein Korb raus und man muss da dann runterklettern, da war einer dabei, der hat ein bisschen Kacke in der Hose, ja. Ja, also das war, der war richtig leid dann, ja. Aber ja, vielleicht hat er seine Höhenangst überwunden, ich weiß es nicht, aber... Gab schon witzige Erfahrungen mit Drehleitern und mit Hubsteigern, ja. Was schreibt der Chat? Was schreibt der Chat? Ihr könnt da gar nicht erst hoch mit meiner Höhenangst. Also ich könnte gar nicht. Ja, das ist die. Also Cruiser, ich verstehe. Wer Höhenangst hat, für den ist sowas die Hölle. Ja, absolut. 10, 7. Ich muss sagen, nachts auf 25 Meter Höhe hochfahren ist schon mal was Tolles. Vielleicht ist es in der Nacht besser, weil man sieht den Boden nicht. Oder bei Nebel. Da sieht man den Boden nicht, deswegen ist es vielleicht nicht so schlimm. Hä? Kann das sein? Wir haben bei uns einen 50-1. Meter Hubsteiger. Ey, Mick, gibt's ein Video davon? Haus bei mir in Direction. Warum mache ich ein Direction-Video über die Hubsteiger? 50-1 sagt mir jetzt nichts, aber ist es 50 Meter oder was? Also ich kenne sehr, sehr viele Leute mit Höhenangst, ja. Meine Mama zum Beispiel, die kann bei einer, diese Haushaltsleiter mit den drei Treppen, hat die meistens schon ab der ersten Treppe ein bisschen Bammel. Und ab der zweiten oder die dritte ist aus. Geht nicht. Also so Glühbirnen tauschen etc. war immer meine Aufgabe daheim, wie ich noch zu Hause gewohnt habe. Das war nichts für eine Mama. Wenn man die Hefe sieht und... Das verstehe ich gar nicht. Das. Aber wisst ihr, kennen Sie das? King 5, respawn in Code 3. Adam 8, respawn in Code 3. Wow, oh Gott, was ist passiert? Ich gesehen. Linken 4, responding. Am Hauptplatz fahren gerade Schüsse, wo fahren der denn? Rotes Fahrzeug flüchtet Richtung Grove Street. Oha, ich glaube den Hammer hat erwischt. Ich glaube den... Wo ist denn der jetzt hin? Wo ist denn der jetzt hin? Ah, das ist ein Kollege da vorne, oder? Der hat doch einen Blip da vorne. Bei Autobahnstraße flüchtig. Jetzt vor dem Bordell, fahrt Richtung Grove Street wieder. Das muss ein Bug sein. Das muss ein Bug sein, der hat einen. Ja, gegen Five, ich kann Primer übernehmen. Ich hab da so auch so ein schönes Fahrzeug. Anfrage von David Wong, der hat da bei mir vorne einen GPS-Marker. Ist das bei mir ein Fehler? Also mit Bandana maskiert?
ist ein Bug. Ja, schätze Fehler. Okay, okay. Jawohl. Fahrzeug aktuell wieder Richtung Grove Street Tankstelle flüchtig. Wir sind jetzt an der Tankstelle VZZ 838. Fahren jetzt wieder zum Cripsuit. Okay, ich muss jetzt die Blips unten ausblenden, weil ich glaube nicht, dass uns dein Kollege flüchtet. Das muss ein Fehler sein. Richtung Waschanlage. An der Waschanlage weiter Richtung Anmeldestelle. Von weiter Richtung kommt Sheriff Station. Fahrzeug verlangsamt. Ich liebe die Musik. Ich liebe die Musik dazu, Leute. Kollege, sehr gut, den Weg abgesichert, sehr gut. Wir fahren wieder Richtung Grove Street. Wegen jetzt an der Davis Mega Mall, sorry, hier kommt Mega Mall weiter Richtung Grove Street. Parallel zur Grove Street, parallel weiter Richtung Süden. Wow, nix ist cool, ich danke dir für 5 Euro. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank, nix ist gut, bester Name ever, bester Name. Danke dir, mein Lieber, vielen oder Liebe, Dankeschön. Das ist schon kaufen. Vielen herzlichen Dank. Full Concentration. Ich habe jetzt 844. Wir fahren wieder schon kommen. Sheriff Station. Oh. Vielleicht soll ich einen Weg abschneiden davon. Wann jetzt? Kommt Sheriff Station an, da kommt Sheriff Station. Über ja, habe ich schon gedacht. Aber gut, die Kollegen haben alle dasselbe gedacht. Nice, das Feuerwerk. Dieses Blaulichtgewitter. Ist genau meins. Ich glaube, ich muss auf einen Blaulichtfahrt. Auf Code Free Fahrt muss ich auch morgen ein Reaction Video machen. Haut mal welche rein. Mach ich liebend gern. Jetzt wieder am Kleidungsladen in Compton. Weiter schon Grove Street. An der Tankstelle Grove Street ist weiter in die Grove Street hinein, korrigiere, wir fahren wieder Richtung Compton Mega Mall. Oh, nicht die Mega Mall, nicht die Mega Mall. Grove Street vorbei, Richtung Grove Street. Parallel an der Grove Street Kreise weiter Richtung Osten, biegen jetzt Richtung Norden, Richtung Compton Sheriff Station ab. Boah, das ging grad jetzt an der voller Concentration. Ja, überall Cops, taugt mir. Taugt mir. Wow. Eingeboxt, oder was? Nein, doch nicht. Schade. Vorsicht. Ich hab euch jetzt links abgebogen, aktuell wieder Richtung Compton Sheriff Department. Ja, die gehen das echt gut durch. Ja, links abgebogen Richtung Bassstraße. Jetzt am Compton FD vorbei. Compton Fire Department. Schüsse! Schüsse! Feuer! Shit. Da steckt denn in schwarzen Offroader bei. Ist sicher das Fahrzeug, die fliehen weiter. Oh, aber da liegt ein ganzes Zeug auf der Straße! Fahrzeug, die werden gesichert. Wo ist jetzt hin? Nicht Kontakt mehr. Keine Sicherheit? Durch die Waschstraße hinten durch. Hinten durch die Waschstraße durch. Muss ich Richtung Cripsort fahren. Wo ist denn jetzt hin? Waschstraße. Scheibenkleister. Ja, kein Fahrzeug in der Cripsort. Scheibenkleister, wo waren das jetzt? Volle Alarmbereitschaft. Volle Alarmbereitschaft. Fahrzeug zugelassen auf Carlo Rodriguez. Carlo Rodriguez, das klingt schon so gefährlich. Also, soweit gesichert und leer. So, ich hol mal Sturmgewehr. Personenbeschreibung: Wir haben eine schwarz gekleidete Person mit rotem Bandana sowie eine Action Jackson, ihr sagt rot gekleidete Person mit rotem Bandana flüchtig in einem schwarzen Pickup. Eine Gang. Gangmitglied, das flüchtig ist. Da vorne sind gerade die Einheiten, die nehmen Spuren vom Fahrzeug. Die King-Einheiten.
So, wo ist der? Wo ist der? Der muss sich da irgendwo versteckt haben. Oder ist halt über alle Berge. Das kann auch sein. Da ist alles niedergefahren worden. Alles. Ich meine, das wäre jetzt grandios, wenn der da drin steht, oder? Ich hätte das gemacht. Wenn der jetzt die schade. Schade, hätte ich gefeiert. Hätte ich richtig hart gefeiert. Schade, 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 schade. Schade, schade. Wir müssen unseren Radius erweitern, weil wenn, dann ist er schon weg jetzt, glaube ich. Wenn, dann ist er weg. Wo würdet ihr hinflüchten, Leute? Da vorne rechts würde ich flüchten. Was Blaulicht raus? Dann würde ich da reinflüchten. Upsala. Ah, nix. Da irgendwo in die Seitengassen verstecken. Leider, leider nein. Servus an alle neuen Zuschauer gerade. Freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ich würde mich sehr über ein Follow freuen. Nämlich, so wie Sascha es gerade gemacht hat, Bergwehr-Veteran, aber Veteran mit W, okay. Justin Enrun, dann Marzinif vor 8 Minuten, Ugl gerade, Migi Gaming, Corby, Big, Mick Gaming, dann Big Booster, Rodiodo hat jetzt gerade und Syrolox auch gerade. Vielen herzlichen Dank für die ganzen Follows. Wo ist denn der bitte? One King 5 back to name. Schade, schade. Ist uns entkommen? Der ist uns gerade entkommen. Leider Gottes. Leider Gottes. Das schaut ja auch geil aus, oder? Da mit dem, mit den Effekten da, mit dem Scheinwerfern und so. Von Star Wars, oder ist es Star Trek? Nein, ich glaube Star Wars. Ich kenne wieder nicht aus. Oh, da killen mich gerade einige. Der Robert. Star Wars Battlefront müsste das sein, oder? Ich habe da keine Ahnung davon. Das dürft ihr keinem sagen. Oh, und da ändert sich die Werbereklame. Star Wars, okay, verstanden. Ihr habt vorher was im Chat gefragt, ich hab's vergessen. Was war, da war vorher eine fette Frage im Chat. Hab ich vergessen. Die Roten machen ein bisschen Stress. Ja, ich fahre jetzt gerade Richtung Platz. Vielleicht ist. Also, wenn sie sich jetzt wieder im Platzhaus barrikadieren, dann kenne ich es jetzt wenigstens schon. Fahren wir mal. Hauptplatz auf Seite. Was ist am Hauptplatz? Feuerwerksraketen Richtung Kleidungsladen. Wer macht ungefähr das? Ungefähr LA, wir waren. Hm? Bowlingbahn ist eine Bowlingbahn. Was ist bei der Bowlingbahn? Was? Das ist eine Bowlingbahn hier? Nein. Wo ist denn hier die Bowlingbahn? Wir haben jetzt, so wie es aussieht, ein illegales Tuning-Treffen, Postleitzahl 767. 767. Kommen wir mal zum illegalen Tuning-Treffen. Was ist Code 6? Fahren wir da mal hin. Sorry, Robert. Keine Absicht. Aber ich kenne mich da nicht so gut aus. Große Sorry. Aber Robert, was sagst du? Wenn ich dir sage, dass ich den Mr. Spock von Star Trek, den originalen Mr. Spock mit den spitzen Ohren, als Kind kennengelernt habe. Kein Scheiß. Habe ich wirklich kennengelernt. Mein Vater war mit mir dort bei dem
Und ich habe den. War enttäuscht, dass der keine spitzen Ohren gehabt hat, weil das nur ein Spiel, also Make-up war. Aha, geil. David One zur Absicherung, ebenfalls beim Tune-Treffen. Ja, schauen wir mal, was da los ist. Was mein schwerster Einsatz bei der Freiwilligen Feuerwehr war, da fällt mir einmal ein Unfall mit einem Malerwagen, wo der Beifahrer leider Gottes verstorben ist. Der ist mit dem Kopf wirklich gegen die Windschutzscheibe gematscht und war adieu. Kinder bitte weghören, gell? Und das andere war ein Motorradfahrer, der gestürzt ist und der sich einen Fuß abgetrennt hat und der auch dann an der Unfallstelle verstorben ist. Der hat sich auf der Bundesstraße, wo so ein Leitplank ist, der gestürzt und so blöd gefallen, dass sich der den Fuß abgetrennt hat. Der war auch extrem schnell, dass sich den Fuß abgetrennt hat bei der Leitplanke, weil es wie eine Rasierklinge, zack! Der ist auch gleich verstorben. Was waren es für ekelhafte Einsätze? Nixens Rekrut! Nixens Rekrut hat 25 Euro raus! Dankeschön! Ey, was ist mit dem Roten da? Aufpassen, die Kollegen zu ihrer Linken ist einer von dem Platz anscheinend. Parking 5 bitte ebenfalls, wie es war. Ich bin leider im Krankenhaus aktuell. Müssen wir jetzt Präsenz zeigen. Schnell, Maske auf. Müssen da Präsenz zeigen, dass wir auch da sind. Aber wir halten uns zurück. Wir halten uns zurück. Wir halten einen Überblick. Es geht darum, dass wir schauen, dass sie wissen, hey, wenn ihr Blödsinn macht, machen wir dreimal Blödsinn zurück. Ja? Was war das? Was war denn? Ich hab den kurzen Frosch im Hals, Leute. Das passiert mir öfters mal, dass ich ein bisschen einen Frosch im Hals habe und dann kann es passieren. Dass meine Stimme sich plötzlich verstellt, aber wenn ich mich dann räusper. Dann klingt es eigentlich wieder ganz normal. Das kann passieren. Ich glaube, jetzt geht's wieder. Hallo. Miss Sunshine. Hallihallo, Miss Sunshine. Welcome. Miss Sunshine, gerade gefolgt. Vielen herzlichen Dank, Miss Sunshine. Sehr schöner Name. Sehr, sehr schöner Name. Gefällt mir. Ein sehr schöner, fröhlicher Name, Miss Sunshine. Großer Fan davon. Okay. Servus. Servus. Aktuell alles ruhig. Wir haben da nur da drüben diesen roten, einen Platz. Nee. Ich brauche mal das Auto ein bisschen zur Seite. Den wir ein bisschen im Auge behalten. Ich geh mal mit rein. Yes. Ich halte mich mal dezent zurück. Nicht, dass da so eine Eskalation kommt. Dann müssen wir da wirklich einschreiten. Aufgrund dessen, dass das EMS gerade im Großeinsatz ist, aber ich dringend eine Warnung brauche, fahre ich einmal den Dispatch zu Verkehrsunfall auf Autobahn. Lass mich den dort behandeln. Unterstütze so lange das EMS zur Absicherung vom Verkehr. Okay, da kann ich nicht hin. Als SWAT sollte ich keine Verkehrsunfälle übernehmen. Das wäre nicht so gut. Ja, hier David One, ich würde mich anbieten für den Verkehrsunfall, wenn Sie mir sagen, wo der ist. Ja, negativ, ich brauche so oder so noch eine Behandlung und bin in der Nähe. Ah, verstanden, danke. Sehr lieb, danke, schreibt Miss Sunshine. Kenne dich schon sehr lange, war auf YouTube immer eine stille Zuschauerin. Kenne dich noch vom anderen Server, wo du warst. Ja, das freut mich sehr. Miss Sunshine, freut mich wirklich, wirklich sehr. Dankeschön. Wenn die stillen Zuschauer sich auch melden, das finde ich schön, ja. Das ist so, als wäre sie schon ewig, wird sie ewig neben mir sitzen, ja, so, hallo. Hallo. Ich glaube, ist alles in Ordnung, oder? Ja. Was? Ein paar Fahrzeuge von denen sind aber auch echt schön. Ah, ich hab's mit Tuning nicht so. Ich finde, unsere Autos sind super. Ich hab's mit den Autos, die kann ich gar nichts abgewinnen. Aber unsere Autos, die sind schick. Ja, schon. Okay, ich glaube, dann kann ich wieder abziehen. Mhm. Den ganzen Tag mit der Schutzweste rumfahren. Das ist ein bisschen mühsam direkt.
Oh. Ja. Na gut. Ja. Dann gut. Viel Spaß noch. Euch auch. Ciao. Danke. Tschüss. Schaut aber gut aus. Schüsse hat es jetzt auch schon keine mehr gegeben, längere Zeit sehe ich. Ah, das ist übrigens das andere Sturmgewehr, gell? Ich hab ja, das andere AR-15, eigentlich ist das eine klassische M4, die ich da jetzt gerade habe. Oh, es ist finster. Die klassische M4. Warte, ich mach mal die Helligkeit drauf. Mir kommt das Prinzip alles sehr finster vor. Anzeige. 1, 2, 3. Polizei herbei. Ja, ein bisschen besser. Schaut mal. Da kann man die M4 mit EOTech-Visier und das Surefire-Licht drauf. Also, das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, Leute, die EOTech-Visier hat normalerweise keinen Punktabsehen, sondern ein rundes Absehen für eine bessere Zielerfassung. Ich bin kein großer Fan von Magnetpunkt eh viel mehr. Aber das hätte der doch wissen können, der das gemacht hat, oder? Das hätte man doch wissen können. So. Oh. Das sieht aber gut aus. Miss Sunshine schreibt, ich bin langsam echt am Überlegen, mit der P anzufangen. Bin vom Zuschauen schon immer mega begeistert, aber einfach ziemlich schüchtern. Hey, Miss Sunshine, hau dich auf County oder hau dich auf AX. Wir machen zusammen den Führerschein. Ich bin der Mann, der die Frauen versteht, Miss Sunshine. Komm, mach mal einen Führerschein. Glaub mir, schüchterner wie so manche Frau, die schon insbesondere für X sich kennenlernen durfte, kannst du nicht sein. Trau dich. Trau dich. Wenn du Angst hast, kannst du jederzeit den Stecker ziehen vom PC und das fährt runter, ja? Alles gut. Bis Sunshine. Ja, ich glaube, da ist alles gut. Ich glaube, die Waffe kann ich auch ablegen. Haben wir sie gerade geschlagen? Okay, Moment, da gibt es einen Einsatz davon. Oha, 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 oha. Wieder weg. Zurück! Sie gehen jetzt hier ein paar Meter weg. Na, Schnauze. Sonst nehmen wir sie auch noch fest. Nee, ich würde sagen, wir treffen uns gleich alle am Hauptplatz. Ja, moin. Streamline oder Events Taser? Okay. Bleiben Sie stehen. Ich bleib bei den Kampf. Nicht ins Auto einsteigen, nicht ins Auto einsteigen! Gott! Polizei, stehen bleiben! Sie setzen uns fort. Stehen bleiben, nicht bewegen! Wiederholt Geiselnahme. Ja, ein Kollege wird angefahren, schwarzer Bowling fahren Richtung Süden. Stehen bleiben! Oh Gott, oh, mein Knöchel. Ja, die meisten vom Tuning-Treffen sind dann so eben geflüchtet, bis auf der Herr Carlsen sind noch alle hier und der andere, den wir in Handschellen haben. Item 14, such den Charger. Nicht bewegen! Stehen bleiben! Liegen bleiben! Nicht bewegen! Was? Legen den Handschuh an. Oder wir nehmen ihn. Bringen wir schnell weg hier. Und tippen. Passt ja. Weg. Ey, Junge! Boah. Auf die Glocke. Das ist das hier für ein Gebäude. Geil, schaut das denn aus? Wie diese Neonfarben. Die kommt erstmal wieder zurück. Ich muss jetzt auf den Kollegen kümmern. Lauter neue MLOs hier. Aber haben wir erwischt. Bist du der angefahrene Kollege? Nee, ja, das Mann. Ist der im nicht du. Der Fahrer vom Charger. Alles klar bei dir? Die Großstadt. Hier geht's ja. Gut? Ja, hinter uns jetzt gerade alle weg. Vom Tuning-Treffen, als wir weggelaufen sind, geflüchtet. Ja, okay. Bis auf der eine Herr, den ich in Custody genommen habe und der Herr Carlsen vom DOS. Ja. Ja, du machst super eine Rhythmussicherung. Ich finde ich klasse gerade. Oh, perfekt. Ich hole auch mal meine Waffe raus. Okay, nice. Schauen wir, dass wir den roten rasch wegkriegen und dann fahren wir.
OneKing5, kurz Bericht zum mit dem Herrn Verkehrsunfall. Sollen wir den gehen? Fahrzeugführer ohne Lizenzen, bitte der Führerschein unterwegs. Oh. EMS Gott, das weiß ich, der ist von den Blauen. Ich weiß nicht, wie... Soweit gibt es jetzt auch noch. Ja, Vorsicht. Mit zwei Fahrzeuge. Nee. Vorsicht, okay, bringen wir den Roten weg, weil da sind zwei von dem Blauen gerade. Die A-Klasse ja auch driften sehen? Ja, der verdrifft schon die ganze Zeit. Vorsicht, es sind schon drei Leute davon. Ja, davon. Adam at 10:15, Hollywood Station. Bringen wir den weg, genau, perfekt. Passt, ich würde auch sagen, wir steigen ein, wir fahren. Euer Auto hat einen kleinen Schaden, gell? Ja, ja, der Airbag sind gerade aufgegangen. Passt, alles klar. Fahren wir weg. Jo, komm. Müssen da nicht unnötig. Was ist das? Der hat sein Auto hoch und runter gegeben? Ist ein Lowrider-Bus? What the fuck? Es gibt Lowrider-Busse hier? Warten wir nur, bis die Kollegen in Sicherheit sind. Ah, die wohnen da? Das ist die Bowlinghalle. Die gehen bowlen. Alles klar. Ist die? Oh gut, wenn die bowlen gehen, dann sind die Kollegen eh safe. Dann passt das schon. Heieiei. Der eine, der den Kollegen angefahren hat, wäre die Frage, was ist mit dem? Aha, wer ist da ein bisschen schnell unterwegs? Im orangen Auto? Bissl gar flott, gell, der Herr? Grüß Gott! Sehr schnell sind sie unterwegs in der Stadt, oder? Ja, meine Mama hat mich angerufen. Sie will, dass ich sofort zu ihr nach Hause komme, ich weiß nicht. Okay, Muttersötchen hat mir Vorrang. Okay, passt, bitte fahren Sie weiter. Alles danke, Gute. Danke. Liebe Grüße an Ihre Mutter. Danke. da darf er. Wenn die Mama anruft, der muss schon heim. Dann gibt es sicher ein gutes Zwiebelfleisch oder Frittatensuppen. Dann muss er schnell heimfahren. Geht schon. Viel Spaß der Mama. Alles Gute. Habe ich gesagt, viel Spaß der Mama? Liebe Grüße an die Mama, meine ich. Nicht viel Spaß der Mama. Ja, Miss Sunshine, siehst du? Das hier ist ein Ort des Friedens und des Zusammenhalts. Das freut mich sehr, wenn es dir gefällt. Also wir helfen dir gerne, wenn du Lust auf Roleplay hast. Countyside und OstroX sind beides gute Server, wo man anfangen kann, sind sehr anfängerfreundlich. Was ist da hier? Spider-Man Premiere. Okay. Ich soll das Auto wechseln. Ah, lass mich noch ein bisschen mit dem Auto fahren. Ich finde halt die Funktion so geil, dass ich da zwischen den beiden Blaulichtern umschalten kann. Ich glaube, es gibt noch ein, zwei Autos, die das können. Weil ich liebe das. Darf man auf AC mit 15 auch Überfälle machen? Oder sind die Gang... Fliege! Geh weg! Fliege, Mikro! Gott! Weg da! So, ja, sorry. Was im Fliege jetzt in den Mund? Wo kommt denn die da her? Los, jetzt fahren wir beim hey, Freddy, hast du schon wieder das Fenster offen lassen? Jetzt ist hier bei uns Platz. Typisch. Was? Anfrage von David One, was ist los? Die Kollegen hat was gebracht. Nein! Schwarz 2 nach Verfolgung. Shots fired. Nach Verfolgung. David One responding. 1K5 responding to 3. Thank you.
Oh, ich bin so ein guter Siren-Jockey. Eintreffen. Ein Officer down. Ein Officer down? Nein. Kein Officer down. Uncool. Gar nicht gut. Kollege angeschossen. Kollege, zwei Officer down. Nein, zwei Officer down. Herr Lincoln 17 informativ, Mike Clinton sowie Molly Jigsaw sind aktuell auf der Fahndung wegen Flucht bezüglich des Tuning-Treffens gerade jetzt. Schön am Hauptplatz. Ja, wir bräuchten jetzt dringend Unterstützung, Postsätze 8, 3, 5, 2 Officer down. Servus. Weit respawning. Oh shit. Oh shit. Okay, also, mehr. Schau mal das Fahrzeug zur Seite, ja. Ja, mehrere Kugeltreffer. Kannst du Medics rufen? Ja, den muss ich mal drüber tragen. Kollege? Okay. Ah, hallo Kollege, alles in Ordnung? So, ich setze mal Schmerzreiz. Ja. Er geht nicht auf Zwicken. Aber er hat flache Atmung. Er lebt noch. Okay, hast du eine Arzttasche dabei? Ja, ich habe was im Auto. Ich hol sofort. Ich bringe nur ich lege ihn in die stabile Seitenlage. Er hat eine flache Atmung und leichten Puls. Kritisch ist er. Ich hol mein Medpack. Ja, ich hab's mir gemerkt. Zum anderen Kollegen. Okay, passt. Macht's. Beginnt sie mit der Herzdruckmassage? Dann ja, passt. Bei ihm, er hat nur eine flache. Er ist kritisch. Er lebt. Flacher Puls, flache Atmung. Okay. Er lebt. Kritisch ist der andere Kollege, mehrere Kugeltreffer. Okay. Doch. Soll was essen. Aber ich glaube, Summer, ich habe schon das Flash gesendet. Wir wollen Stellen auf ihn treffen. Okay, oh Mann, wir haben keine Kräfte mehr. Kein Officer frei. Habt ihr das gerade gesehen? Wir sind gerade voll unterbesetzt. Ja. Die zwei Officer sind jetzt hier down, die sind nicht verfolgbar. Nee, okay, wir können zu drin jetzt auf 4. Ja, hat gerade keine Priorität. Wir setzen jetzt Priorität auf Außensicherung. Richtig. Ich mach mal die Umgebungssicherung. Genau, Carter unterstützt mal Kollegen Nix. Dem Kollegen geht's gut. Ich sichere mal mehr in die Richtung hier. Ja, was? Da sind wir doch offener. Ich stelle doch die Fahrzeuge so ein bisschen, dass ihr Deckung habt. Ja, ich stell's mal ein bisschen um. Medics sind aber gleich da, glaube ich. Ja. So, machen wir einen Sichtschutz bzw. einen Kugelschutz. So, könnten die Kollegen nicht attackiert werden. Und getroffen werden. Medics treffen gerade ein. Ich finde diese Art von Rettungswagen extrem interessant. Die Mannschaftstransportfahrzeuge. Servus Nixon-Fan, 123, hallo! Hallo. Mehrere Schuss wurden Priorität, hat er. Und da drüben hat flache Atmung erlebt, ist aber nicht ansprechbar, ist bewusstlos. Okay. Ich rede nicht auf Schmerzreiz. Das habe ich dir gerade noch gesagt. Übernimmst du oder? Ja, wir passen in die Richtung auf. Nee, will dich. Ah, ich passe in die Richtung auf. Bock zu arbeiten, ne? Bin ich motiviert bei mir. Ja, Kater, ich schau dir, dass du die Fahrzeuge so stellst, dass du die als Deckung nutzen kannst, ne? Ja. Wenn ich stelle ruhig breit auf. Ich übernehme auf 3. 1, 2, 3. Relativ gut geschützt, sollte er kommen. Der übernimmt die Reanimation hier. Kollegen, dass er bei der, danke, Raffi, servus. Oh, Raffi, danke schön recht, dass ich bist gerade gefolgt. Genauso wie Damien Let's Play Deutschland. Der Bewohner macht's bei
Habt ihr Fahrzeug auf? Anonymous 908, Steven Fuchs spielt Lilian Marlon. One David One, einmal bitte Fahrzeug öffnen. Und Philipp Max, vielen herzlichen Dank. Green Screen, ja, das bin ich. Schau gerne auf meinen Instagram vorbei, da kannst du sehen. Ich bin noch ausgestiegen und wollte noch meine Langenwaffe ziehen, aber das hat nicht mehr gereicht. Kollege ist wieder on top. So, dann lass mich mal gucken. Wie geht's meinen Kollegen? Würden Sie einmal Ihr Fahrzeug bitte öffnen? Wir würden das Fahrzeug als Deckung nutzen. Danke. So. Ja. Wie Sie mich sitzen, ja, voll witzig. Die Schutzweste kannst du mal direkt vergessen, dann. Die ist Müll. Die kannst du wegschmeißen. Oh. Sniper fragt, kannst du mal eine Setup-Tour machen? Ja, ich bekomme ein. Ja. Jetzt langsam ein neues Setup. Das trudelt diese und nächste Woche langsam ein und dann werde ich mal wieder eine neue Roomtour machen, ja. Diesmal aber auf Twitch. Dann komme ich gleich wieder. Und nicht auf Instagram wie letztens. Dömchen, ja, du sagst es. Ja. Echter Polizist. Ich habe aber Gott sei Dank noch nie auf jemanden geschossen, musste aber schon mehrmals im Dienst die Waffe ziehen. Aber nur zum. Erschrecken unter Anführungszeichen. Ach, nee. Ich bin gerade auf Twitch erkundungsfähig. Das ist mein dritter Stream auf Twitch und ich muss schauen, ob es mir hier gefällt. Ich habe davor immer auf YouTube gestreamt, circa 2,5 Jahre. Das Auto hat und genau da geparkt, wo ich möchte. Also ich würde gerne mit Freitag den Affiliate-Status bekommen auf Twitch. Nee, um euch noch mehr Möglichkeiten zu geben, im Chat zu interagieren, beziehungsweise dass ich euch Vips geben kann und solche Sachen. Und wenn es das nicht gefällt, dann gehen wir wieder zurück auf YouTube. Es ist hier gerade nur eine Mietwohnung. Wir schauen erst Mitte August, ob wir die Bude auch kaufen werden. Ja, so wird das sein. Ich konnte die Waffen nicht schnell genug ziehen. Weil ich eine Roomtour gemacht habe, das war auf Instagram vor einem halben Jahr oder so. Ein paar Leute können sich erinnern, ja, ihr habt da richtig schön. Weiter rechts. Terminator, du bist auch da. Servus! Nicht da. Da ist er. Grüß dich, freut mich sehr, dass du auch da bist. Servus, hallo. Wie lange noch streamen wird? Es wird nicht mehr allzu lang sein. Ich lasse jetzt mal auf die Action ankommen. Das, wir müssen ein bisschen aufpassen, die Kollegen hatten nicht mal ihre Chance, die Waffen zu ziehen. Ja, passt, verstanden. Das RP-Szenario auch noch fix zu Ende. Schauen wir, wie das RP-Szenario ausgeht. Ich mache aber nicht mehr allzu lange, es wird kein 4-Stunden-Stream heute garantiert, weil ich ja doch morgen, übermorgen, drübermorgen und überdrübermorgen, also Montag bis Freitag, streamen werde. Deswegen. Ja, viele bekannte Namen. Sehr, sehr viele bekannte Namen hier. Philipp, du schreibst in so einem argen Dialekt. Das ist nicht lesen kann. Ey. Washington. Wir machen gerade Spurensicherung. King Unit. Washington. Ja. Washington. Blaues Fahrzeug bei mir. Ja, informativ bei uns vorne. Fahrrad mit einer maskierten Person. Falsche Farbe. Wir haben jetzt in die Mangel genommen, klar, oder was? Unerkannt, ich schätze blau. Wollen die uns jetzt da gerade ernsthaft in die Mangel? Da ist noch einer. Ja, ist gerade bei mir passiert. Ja, Tent 4, konnten Sie eine genaue Farbe vom von der Maskierung erkennen? Baby Blue. Tent 4. Wir sind bereit. Oh! Ja, garantiert Baby Blau mit weißer Kappe. Ich werde jetzt wieder Richtung ihrer Seite. Die ist genau geil. Man kann auf Twitch nicht zurückspulen. Ja, es ist aber ein Live-Event. Und deswegen, ich lade meine Streams im Nachhinein auf YouTube hoch. Das heißt, ich werde den morgen wieder hochladen. Und auf Wunsch von einigen Leuten lade ich das meistens auf Premiere hoch, sodass ich schaue da immer meinen Stream danach. So, dann ist dann nochmal das Feeling von einem Livestream. Deswegen. Weil sonst tun die Leute so durchswitchen und die genießen das dann meistens so durch. Also. Morgen um die Mittagszeit lade ich diesen Stream von jetzt nochmal hoch. Ach, den hast du geschickt? Den habe ich geschickt, ja, das kam jetzt plötzlich rein.
Alles gut. Ich komm gleich zu dir, ja? Jo, passt. So. Ja, Geschirrfunde. Scheiße, normal. Kann ich auch hier behandeln. Ja, das gleiche gut aus. Wie, ich weiß nicht, ob du es mitgehört hast, gerade beim Kollegen. Die nächsten 10 Minuten möglichst ja, ein bisschen zurückhalten, ne? Nicht gleich wieder so aktiv sein im Dienst. Kurz zurückhalten. Ja? Ob es hier im Server ein GSG-9 gibt? Die GSG-9? Das musst du mir jetzt erklären. Nee, lieber nicht. Nein, ich glaub, hier gibt es ein SWAT-Team. Das ist das, was ich da gerade bin. Nee, ich will es lieber nicht wissen, glaube ich. Aber wir sind bereit. All time ready. Ich muss Material holen. Wupp. Ja, ja. Ich bin mal wieder bei dir. Du Maschine, du. Leider, dass der nicht mal angehalten hat. Er ist direkt vor uns geflüchtet. Ja, richtig. Schon nicht offen. Bist. Hat dich Gott bei deiner Geburt gefragt, ob du ein Stein werden willst? Ich wollte mich gerade positionieren. Und du hast gesagt, nein, du bist nicht hart genug? Das kann ich nicht sagen. Ich konnte es noch nicht hören damals. Okay. Überleg, vielleicht fällt es dir doch mal ein. So. Noch 4 Follower, dann knacken wir im Stream die 4700 Follower. Und ich glaube, die Woche knacken wir echt noch die 5000 Follower. Und das innerhalb von einer Woche. Das ist Ärgergras. Das ist ärgstens Gras. Großes Dankeschön an jeden einzelnen Follower an dieser Stelle. Großes Dankeschön. Wir schauen, dass wir jetzt rasch die Leute rein oder wegkriegen von hier und dann weiterfahren können. Ja, da haben wir schon einen APLS-Dicker. Die haben extrem schwere Namen auf Twitch. Holy moly. Könntest du nicht auch Miss Sunshine heißen oder so? Oder Elon Musk? Ja, geht gleich los. Ist gleich. So, drei noch. Drei noch. Auf die 4700. Der Zocker ging ist auch leicht, ja, das stimmt. Dämchen ist auch leicht. Jasmin, 155. Servus, Jasmin. Zwei noch, oder? Oder wie schlechte Mathe? Zwei noch, oder? So. Pflasterchen. Der Ehrlicher, 1146 ist gerade beigetreten. Der Ehrlicher, servus. Und Mant Jaro. Und Mark der 107. Ja, danke schön. Meine Uhr spinnt gerade. Jas. Jatzenseck. Jatzenseck, hallo. So, danke. Ja, Miss Sunshine. Ich hatte mal eine Moderatorin, die hat ja. Miss Gunshine geheißen. Und den Namen fand ich auch richtig geil. Miss Gunshine. Nicht Sunshine, sondern Gunshine. Das ist ein schöner Name. Batke 95 auch gerade gejoint. Hallihallo. Ja. Freut mich sehr. Ja, ich weiß, aber was wollen wir machen? Wir haben die Anweisung gekriegt, was soll ich machen? Ich hab's, wir müssen einen Kaffee-Tratsch also machen, hallo. Pass auf dich auf, arbeite nicht der Einzige, der dort noch sichert. Ne, ein bisschen zurückhalten und, ja. Ja, ja hopps! Ja? 4701 ja. Follower so. Gerade hier live. Vielen herzlichen Dank dafür. Bitte? Großes Dankeschön. Ich finde das von euch absolut mega. Ja, genau. Ich hab deine Waffe. Ja, und eine Einheit bräuchte ich dann. Weißt du, Passivzeit? Ja, ich komme mit, ich fahr schnell, die Patrone ist aus, wenn ich komme. Alles klar, ja. Gut, der schläft gerade. Ja gut, wenn ich noch schläft, dann passt es, dann kannst du noch ein paar Minütchen warten. Ja, alles gut. Gut, okay. Gut, dann fahren wir da weiter.
Ja. Alles klar. Passt gut, tschüss. Pass auf euch auf, ciao. Ja, Sergeant, wie lange können wir noch mit heute mit Ihnen rechnen? Wie lange sind Sie noch da ungefähr? Für was brauchst du mich? Allgemein, dass wir jetzt einfach wissen, wie viele Leute wir noch sind. Nicht mehr lange, nicht mehr lange. Okay, gut. Melden sich einfach im Funk dann ab. Ja. Dass wir wissen, wie wir die Streifen einteilen können und alles. Das 10471 oder wie heißt das? Ja, so in die Richtung auf jeden Fall. Okay. Funke ich dann 10471 to 10-7. 10-7. Das würde auch reichen. Okay, genau. Langweilig. Ja, richtig. Ich mach die Regeln aber leider nicht. Okay. 10-7. Nee, das merke ich mir. Ja, wir räumen jetzt hier auf. Also soweit, wir haben alle Patronen gesichert. Ich fahre jetzt zum Polizeipop und werde die dementsprechend auswerten. Fahr dann nochmal schnell ins Krankenhaus für den Typen vom Verkehrsunfall ab. Der muss festgenommen werden. Der ist ohne Führerschein gefahren. Jawohl. Soweit Streif fahren. Einfach wieder schauen, dass wir jetzt wieder bei mir im Traffic Stop eine Backup Unit holen. Nicht alleine jetzt die Sache machen. Jawohl, passt. Carter, Trick. Washington. Ja. Eine Frage an euch beiden. Ja. Der Mann mit meinem Lieblingsemote hier. Der Mann mit meinem Lieblingsemote. Aufgepasst. Achtung. Rookies machen eine Streife. Auf. Wir haben noch mehr Streifen. Ich hab da die Freigabe vom Chief bekommen. Das kann nur der Chief genehmigen. Lieblingsemote. Ich weiß ja nicht, ist die für immer oder ist die nur für heute? Nein, das war eigentlich nur eine Ausnahme und ich würde sogar sagen, dass es jetzt am besten so lassen sogar. Ja, nein, dann passt das. Genau, ich wechsle und dann passt alles gut. Fährst du gleich mit zum PD? Wer, ich? Ja, ich fahre zum Polizeipartner, ich muss die Patronen auswählen. Jo, passt. Okay. Gut, passt auf euch auf. Oh, welcher ist denn meiner jetzt? Der, für den die Schlüssel haben, würde ich sagen. Ich glaube, der mittlere. Schauen wir mal. Ist das meiner? Das sieht gut aus. Order them 13, 10, 19, Hollywood Station. Ja, und dann erzähl ich, folgen Sie mir kurz frei. Code 7048, 3071. Ja, der Code 6. Wann ist alle hin schon wieder? So fleißig, die alle. So extrem fleißig. Fleißigste Bienchen sind das hier. So, aber meine lieben Freunde und Ihnen, dadurch, dass ich ja die ganze Woche stream, werde ich heute einen kürzeren Stream machen. Der Stream dauert heute nur 3 Stunden, deswegen machen wir heute mal ein bisschen kürzer. One Lincoln 5-10-7, one Lincoln 5-10-8. One David 1-10-7. Schönen Feierabend. Danke euch auch, passt euch auf. Wenn ihr gegrüßt habt, wollt. Ups. Vom Shot abgegeben. Okay, niemals mit der Waffe spielen und. Okay, gut zu wissen. Wenn ihr gegrüßt wollt, dann schreibt es jetzt in den Chat rein. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen in meinem ersten Reaction-Video. Ich hoffe, man findet das witzig. In meinem ersten Reaction-Video am späten Nachmittag, ich sage jetzt mal 18:30, 19:30 herum. Ich werde es rechtzeitig auf Instagram und Discord ankündigen. So, ich grüße jetzt mal zuerst den Chat und dann sage ich nochmal die Donations durch als Dankeschön. Gute Nacht, lieber Joll. Dankeschön fürs Zuschauen, Daniel Trotzt. Danke fürs Zuschauen, Nixes Rekrut, Elon Musk, liebe Grüße, Philipp Max, liebe Grüße, Zipft mich an, liebe Grüße. TXBI, liebe Grüße. Philipp Kretzner, liebe Grüße. Enno, liebe Grüße. Claudia, liebe Grüße. Luca, liebe Grüße. Sila, was geht? Fliono. Floinan. Warum nennst du dich nicht Florian, Mann? Miss Sunshine, liebe Grüße. Marno, liebe Grüße. Surlox, liebe Grüße. Simon Schmidt, liebe Grüße. Merlin, liebe Grüße. Der GSG 9 geil, liebe Grüße. Robert, liebe Grüße, gehen raus an dich. Coco, Roxy, liebe Grüße. Gage Up, liebe Grüße. Dann HDHD, gute Nacht. Ehrlicher, gute Nacht. KOP, gute Nacht. Freut mich auch sehr, dass du mit dabei bist. Zum Schluss zumindest bist du dabei. Es freut mich sehr. Niemand Official, liebe gute Nacht. Patrick ist der Beste. Bitte stimme ich voll zu. Liebe Grüße.
Der Besserwisser, liebe Grüße, gehen raus. Timmy Fan, liebe Grüße. XX Phaser. Phaser an Player XX, liebe Grüße. Dann Fahrradhelm, liebe Grüße. Dave92, gute Nacht. So, haben wir alle dazu gegrüßt, die jetzt da waren. So. Soll ich heute noch mit Raiden oder so eigentlich? Für die Donations bedanke ich mich recht herzlich. Insbesondere heute nämlich fürs Tier, was mich sehr, sehr freut ist. Nixons Rekrut. Hashtag Tier reingeballert. Nixon ist cool, Dankeschön. Bellaria. Vielen herzlichen Dank für die vielen Donations. Dankeschön. Miss Kati ebenso. Dankeschön. Il Hefe. Dankeschön. Kister Family. Dankeschön. Philipp Kretz. Vielen herzlichen Dank. Vibes. Vielen herzlichen Dank. Joma. Großes Dankeschön. Ranger. Dankeschön. Dann Navy Seals. Dankeschön. Streezer. Danke recht herzlich. Unglaublich großes Dankeschön. Georg. Michelle und Charlie. Dankeschön. Dann PASGMC. Dankeschön für die Tierdoni. Nixons Zeitungsartikel, Dankeschön. SKR, vielen herzlichen Dank. Dann nochmal die Kister Family, Dankeschön. RF John Bly, danke dir recht herzlich. Dann nochmal Vibes, Dankeschön. Bellaria, danke für zweimal nochmal. Und Sayuri, Dankeschön. Dann Streezer, nochmal Dankeschön. Brunsbur, Dankeschön fürs Hosten. Und Erdbeer, ebenfalls Dankeschön fürs Hosten. Für Lumbi, dann auch noch danke an dich. So. Raids Time. Probieren wir es wieder. Letztens. Was ist jetzt los? Was ist denn da? Hallo? Was ist denn das für ein Effekt? Was ist denn jetzt verkehrt mit mir? Hat mir irgendjemand Drogen eingeflößt? Hä? Wer hat mich da betrunken gemacht? Hilfe! Was für ein geiler Effekt ist das bitte? Lol, man kann jemand betrunken machen? So, Dankeschön an dieser Stelle natürlich auch an die Counter-Side-Projektleitung. Dankeschön, dass ihr mich so sehr unterstützt. Wenn es euch interessiert mitzuzocken, dann einfach mal Counter-Side-Discord nachschauen. Ausrufezeichen County oder Counter-Side oder CS in reinposten. Und da seht ihr die Discord, da seht ihr alles, wie ihr joinen könnt. So, soll ich mal schauen, wie ihr bei Raiden geht? Ich schaue das mal an, jetzt, wie das geht. Streamt irgend... Affe! Du bist echt ein blöder Affe. So. Affe! So. Blöder Affe. Ich hab den Affen umgebracht, oh Gott. Oh Gott, den Affen umgebracht. Tut mir urleid gerade. Sorry, Affe. Ich habe einen Clip gemacht, lol. Wen haben wir denn da? Irgendwen, der. Ist der auch irgendjemand polizeimäßig unterwegs eigentlich? Ich meine, ich muss keinen hosten oder raiden, aber ist da irgendjemand ähnlich unterwegs gerade? Ah, ich muss mich da jetzt ein bisschen... Na, ich mach heute keinen. Ich kenne mich da noch zu wenig aus. Ich muss das mir genauer anschauen. So. Liebe Leute, ich hoffe, wir sehen uns alle morgen. Es wird legendär. Deswegen, morgen Reaction-Video. Alle Infos dazu auf meinem Discord. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. In diesem Sinne, bestes Auto. Affenpopo. Euer Officer Nixon, bis morgen und eine heiße Dame.